So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar zur Bahn. Mein Name ist Heinrich Röder. Wir warten jetzt noch mal 2 Minuten, weil sich jetzt so erfahrungsgemäß nach und nach alle dazuschalten. Also bis gleich. So, ich denke, wir fangen jetzt mal an. Also ich stelle mich nochmal vor, mein Name ist Heinrich Röder, ich bin Vorstand der Freiburger Diskurse. Unser heutiges Webinar heißt, es fährt ein Zug nach irgendwo, wie weiter mit der Deutschen Bahn, ein Streitgespräch. Kurz die Freiburger Diskurse, wir haben ja viele Wiederholungstäter, die uns schon kennen, aber wir haben auch immer neue Leute dabei. Also unseren Verein gibt es seit 2018. Im Herbst 2018 haben wir begonnen. Das ist heute unsere 24. Veranstaltung. Aus den bekannten Gründen sind wir seit 2020 fast nur im Internet. Ursprünglich war es geplant, dass wir uns auf Freiburg begrenzen, aber dadurch, dass wir halt das Webinar anbieten können, im Prinzip Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen. Die meisten sind natürlich aus Deutschland. Wie gesagt, unsere 24. Veranstaltung heute. Unser Leitbild, ganz kurz nur, ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Sprich, die Demokratie hat Vorrang vor dem Markt und die Demokratie hat dem Markt die Ordnung vorzugeben, innerhalb derer er sich dann bewegen kann. Was immer wieder wichtig ist, Spenden, Spenden, Spenden. Wir brauchen Ihre Spende. Sie finden auf unserer Website den Link für PayPal und auch unsere Kontonummer bei der Volksbank in Freiburg. So, zur heutigen Veranstaltung. Es fährt ein Zug nach irgendwo. Wie weiter mit der Deutschen Bahn? Streitgespräch mit Matthias Gastel, der ist im Bundestag für die Grünen und Professor Dr. Tim Engartner aus Köln. Ja, ich stelle die Referenten nochmal vor. Also Herr Engartner ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler an der Uni in Köln oder zu Köln heißt das ja, mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung. Er tritt seit Jahren als kenntnisreicher Kritiker von Privatisierungen staatlicher Leistungen im Bereich Gesundheit, Mobilität und Bildung auf. Herr Matthias Gastel ist seit 2013 für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und dort aktuell Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie bahnpolitischer Sprecher der Grünen. Im Rahmen der Proteste gegen das Projekt Stuttgart 21 gründete er das Bündnis Ja zum Ausstieg aus Stuttgart 21 in Filderstadt mit. Kurz die Struktur des heutigen Abends. Wir sind gerade bei der Einführung.
Dann werden sowohl Herr Gassel als auch Herr Engartner ein kurzes Referat halten, ihre Positionen darlegen. Danach wird es ein Streitgespräch geben und ich werde das Ganze dann moderieren. Als letztes haben Sie oder als vorletztes haben Sie die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Das verrate ich Ihnen nachher, wie das geht. Das geht über die Website slido.com und dann gibt es die Verabschiedung. So, dann können wir jetzt anfangen und wir nehmen die beiden Referenten dazu und die Folien können wir wegnehmen. Ja. Guten Abend, Herr Engartner. Guten Abend, Herr Gastel. Guten Abend, Herr Röder. Herr Engartner, guten Abend. Ich, Herr Gastel. Ja, Herr Gastel, das geht auch wunderbar. Ist immer der spannende Augenblick, ob auch wirklich alles klappt. Bisher haben wir es immer geschafft. Der schlimmste Fall war wirklich ein paar Sekunden vorher. Mir hat es gut geklappt. Sie scheinen ja auch Profis in dem Bereich zu sein. Man kann auch wirklich die Regel aufstellen, je älter, desto schwieriger. Und Sie haben das gut hingekriegt. Wer fängt an von Ihnen? Sie, Herr Gastel? Oder wie? Das kann ich gerne machen. Was hatten Sie gesagt für die Zeitvorgabe? Viertelstunde maximal. Okay, alles klar, das sollte möglich sein. Ja, also schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zunächst mal die Herausforderungen definieren, vor denen wir stehen im Bereich Verkehr, Umwelt, Mobilität. Zunächst mal wollen wir schlicht und ergreifend und müssen die Mobilität in unserem Land sichern. Mobilität ist die Voraussetzung für soziale, wirtschaftliche, kulturelle Teilhabe. Es geht also nicht darum, Mobilität einzuschränken, aber es geht darum, Mobilität anders zu gestalten. Denn wir müssen Ressourcen schonen. Das tun wir bisher nicht mit der Art und Weise, wie wir mobil sind und wie wir auch Logistik und Güterverkehr organisieren. Wir müssen Energie sparen. Wir sind mit viel zu viel Energieverschwendung unterwegs, wenn wir unterwegs sind. Also außer wir gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. Wir müssen Flächen schonen. Wir verbauen etwa 60 Hektar in Deutschland pro Tag. Das ist viel, viel zu viel an Flächenverbrauch. Und wir müssen mehr auf unsere Gesundheit achten. Da gehört dazu weniger Luftschadstoffe, dazu gehört weniger Lärm. Dazu gehört aber auch weniger Verkehrsunfälle. Und zu all diesen Punkten kann eine gut organisierte Bahn einen wesentlichen Beitrag leisten. Nicht alleine, aber sie kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Und wenn ich von Bahn spreche, dann meine ich immer das ganze System Bahn, die ganzen Eisenbahnverkehrsunternehmen, Infrastrukturunternehmen, das gesamte Bahnwesen. Wenn ich Deutsche Bahn meine, dann sage ich auch Deutsche Bahn. Das hat auch gute Gründe, da entsprechend zu differenzieren, weil das eine ist ein Unternehmen und das andere ist ein ganzes System, wo noch viel, viel mehr an Akteuren dazugehört. Ich könnte jetzt viel über unsere Programmatik sagen, aber im Moment ist ja eher maßgeblich und entscheidend, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben, weil das die Grundlage ist für die Politik, die wir in dieser Koalition machen wollen und machen werden in den nächsten Jahren. Und ich sage mal so, man kann viel fehlende Dinge und auch manche unklare Dinge finden im Koalitionsvertrag, beispielsweise wenn es um Straßenbau geht oder wenn es um das uns als Grünen so wichtige Thema Abbau ökologisch schädlicher Subventionen geht. Wenn man sich aber das Bahnkapitel anschaut, dann fällt schon auf, dass es verhältnismäßig konkret ist und ausführlich ist, dass viele Punkte genannt sind, unter denen man sich was vorstellen kann. Das heißt natürlich nicht, dass damit jedes Detail überall geklärt wäre. Wir haben da noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber die Fahrt, wo die hingehen soll, die Richtung, in die wir die Politik lenken wollen im Bereich der Bahn, die ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir haben zunächst mal klare Verkehrsziele, Verlagerungsziele auf die Schiene im Güterverkehr wie auch im Personenverkehr. Wir haben die Aussage drin, dass wir erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren wollen, was die Infrastruktur angeht. Wir haben viele, viele weitere Maßnahmen, auch Strukturreformen, die jetzt unmittelbar das Unternehmen Deutsche Bahn betreffen. Beispielsweise wollen wir die Infrastruktursparten der Deutschen Bahn, die ja derzeit einzeln unterwegs sind, eigenständig organisiert sind innerhalb der Holding, zusammenlegen, damit es da weniger Reibungsverluste gibt, beispielsweise Stichwort Baustellenmanagement, bessere Abstimmung
zwischen Baustellenmanagement von DB Netz und DB Station und Service, was im Moment alles andere als gut läuft. Wir wollen die Infrastruktur gewinnfrei stellen, also mehr am Gemeinwohl ausrichten. Es ist doch absurd, dass eine Autobahn GmbH keine Gewinne erwirtschaften muss, aber die Schiene muss Gewinne erwirtschaften. Das hat einfach mit der Rechtsform zu tun, der Aktiengesellschaft. Die Deutsche Bahn ist ja nicht privatisiert worden, aber sie ist in eine privatrechtliche Rechtsform gebracht worden und damit ist für die Deutsche Bahn das Gewinne erwirtschaften mit der Infrastruktur sehr, sehr wichtig, weil es sozusagen einen Großteil der Gewinne beiträgt, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass Infrastruktur allen Eisenbahnverkehrsunternehmen diskriminierungsfrei und zu niedrigeren Trassenpreisen zur Verfügung gestellt wird und die Trassenpreise sinken logischerweise, wenn man keine Gewinne einkalkuliert. Und wenn Gewinne doch erwirtschaftet werden sollten, das soll ja nicht verboten sein, es soll bloß kein Druck da sein, sie erwirtschaften zu müssen, dann ist auch klar, dass diese Gewinne dann in der Infrastruktur verbleiben und dort reinvestiert werden müssen. Wir haben aber auch Ziele insgesamt, die mit der Deutschen Bahn nicht zwingend zu tun haben, sondern mit dem Bahnwesen, beispielsweise mehr Oberzentren, große Ballungsräume wieder an den Fernverkehr anzubinden, den Deutschlandtakt umzusetzen, also integraler Taktfahrplan, das hängt auch damit zusammen. Wir wollen deutlich schneller vorankommen und weiterkommen bei der Elektrifizierung. Wir haben im Moment in Deutschland nur knapp über 60% der Streckenkilometer mit einer Oberleitung elektrifiziert. Wir wollen bis 2030 auf 75% kommen. Das ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, für Energieeffizienz, aber auch für die Resilienz des Systems, für den Schienengüterverkehr wichtig. Und ja, es lässt sich auch dann einfach wirtschaftlicher fahren als mit Dieselmotoren oder eben mit Lokwechsel, was Zeit kostet. Und Zeit ist eben überall auch bei der Bahn Geld. Wir wollen mehr für den Schienengüterverkehr tun, beispielsweise die KV-Terminals, also kombinierter Verkehr, kombiniert LKW-Schiene. Die Güter müssen ja irgendwie auf die Schiene kommen. Dazu braucht es die Terminals zur Verladung, aber auch mehr Gleisanschlüsse wieder in den Gewerbe- und Industriegebieten. Die digitale automatische Kupplung haben wir uns letzte Woche als Bundestagsverkehrsausschuss in Berlin angucken können, ist ein wichtiges europäisches und unterstützenderweise auch natürlich nationales Projekt. Wir haben einige Aussagen gemacht zum Thema faire Arbeit im Bereich Logistik, aber auch im Bereich der Bahn. Im Bereich Infrastruktur halten wir Aus- und Neubau für wichtig. Wir haben die wichtigsten Großprojekte auch definiert im Koalitionsvertrag, die wir auch zügig voranbringen wollen. Maßgeblich wichtig auch für den Deutschlandtakt, kürzere Reisezeiten, nicht mehr Infrastruktur einfach auf Teufel komm raus bauen, sondern als Teil eines Fahrplans oder zur Ermöglichung eines abgestimmten kundenfreundlichen Fahrplans. Das ist ein weiteres Ziel, aber auch die schnellere Umsetzung. Wir werden deswegen auch eine Expertenkommission für die Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen einsetzen, vermutlich noch im Mai. Die sollen möglicherweise auch schon im September dann ihre Arbeit abgeschlossen haben. Also die soll schnell zu einem Ergebnis kommen. Eine Maßnahme ist beispielsweise mehr Plangenehmigungs- statt Planfeststellungsverfahren. Damit kommt man schneller zum Baurecht, es kann schneller losgehen. Aber wir haben uns auch vorgenommen, mehr Geld bereitzustellen für schnelle, schnell wirksame, schnell umsetzbare Infrastrukturmaßnahmen zur Kapazitätserhöhung, also Verkürzung Blockabstände, zusätzliche Weichen und Signale. Das lässt sich binnen weniger Jahre realisieren, einfach dafür, dass die Kapazität steigt, aber auch die Resilienz und dass es zu weniger Verspätungen kommt. Wir haben in Österreich und anderswo den Gleiswechselbetrieb. Das ist bei uns meistens gar nicht möglich, weil die Züge gar nicht das Gleis wechseln können. Wir haben also eine Menge uns vorgenommen. Wir haben auch entsprechend weitgehend gute Rückmeldungen aus der Bahnbranche bekommen von den Verbänden, was den Koalitionsvertrag angeht. Wir sind jetzt im Moment dabei, den Haushaltsplan 2022 aufzustellen. Wobei der noch weitgehend von der alten Regierung stammt. Wir gucken natürlich da möglichst viel dran, wo notwendig und möglich zu ändern. Wir stellen aber auch fest, dass es nicht immer mit mehr Geld getan ist. Ja, also wir kämpfen drum, mehr Geld für die Schiene bereitzustellen und stellen dann fest, dass die Deutsche Bahn sagt, wir brauchen das Geld jetzt gar nicht, wir können es gar nicht verbauen. Wir haben weder
die Planungskapazitäten, noch haben wir einen Planungsvorrat, um die Projekte, die ihr gerne finanzieren würdet, umzusetzen. Das ist natürlich wirklich eine harte Nummer. Wir verhandeln mit den Haushaltsleuten unserer Fraktionen für mehr Geld und die Deutsche Bahn erklärt uns dann, sie hätte noch genügend Haushaltsreste aus den Vorjahren und wenn wir mehr Geld geben würden für Aus- und Neubau und so weiter, sie könnte das Geld gar nicht verbauen. Also da muss ich sagen, da waren wir dann schon ziemlich erschlagen, als wir das so in der Dramatik gehört haben. Wir wussten natürlich, dass es knapp ist und dass nicht alles so schnell geht, aber dass eine Deutsche Bahn gar nicht sich unbedingt freut, wenn sie mehr Geld kriegen soll, das hat mich dann in der Deutlichkeit bei den verschiedenen Haushaltstiteln, über die wir gesprochen haben, dann doch sehr, sehr verwundert. Und das zeigt eben, wie wichtig das ist, wenn man wirklich was erreichen will, da auch langfristig anzusetzen. Das heißt, für die Infrastruktur, die wir wollen, brauchen wir auch eine längerfristige Finanzierungsperspektive. Wir müssen dafür sorgen, dass bei der Deutschen Bahn die Planungskapazitäten geschaffen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass das Baustellenmanagement besser wird. Es muss abgestimmt sein zwischen den verschiedenen Infrastruktursparten. Ich habe hier bei mir vor dem Haus die Strecke Stuttgart-Tübingen, es ist eine einzige Katastrophe. Alle 6 bis 8 Wochen eine größere Baustelle mit Vollsperrung. Mal macht DB Station und Service einen neuen Bahnsteig, dann läuft es wieder ein paar Wochen und dann kommt DB Netz und macht irgendwie eine Brücke oder irgendwas. Ja? Und wieder eine Vollsperrung. Nichts abgestimmt. Jeder macht, was er will. Auf der Gäubahn Stuttgart-Zürich 20% der Gesamtzeit der letzten 7 Jahre Vollsperrung wegen Baustellen. Immer an einem anderen Abschnitt, immer was anderes, aber nie abgestimmt. Ja? Also wenn man eine Sperrung macht, dann muss das bitteschön koordiniert sein, dass man dann gleich alles macht, was ansteht und nicht für jede Einzelmaßnahme. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Strukturveränderung bei der Deutschen Bahn hinkriegen. Es braucht eine Gesamtverantwortung für die Infrastruktur und nicht jedes Infrastrukturunternehmen plant für sich und macht dann was gerade ansteht oder wo gerade eine Baufirma zu finden gewesen ist. Wir werden mehr investieren müssen. Das ist völlig klar. Ausbau, Neubau, Sanierung, Kleinmaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität. Aber das wird nur vertretbar funktionieren, wenn die Baustellen gut aufeinander abgestimmt sind, nicht überall gleichzeitig und nicht immer wieder häppchenweise eine Strecke gesperrt wird. Das muss besser laufen. Wir tun unseren Teil der Politik hoffentlich dazu beitragen, indem wir nicht nur immer in Haushaltsjahren sagen, wie viel Geld bereitsteht, sondern auch über mittelfristige Finanzplanung, über Verpflichtungsermächtigungen, über Finanzierungsfonds möglicherweise auch die Sicherheit zu geben, dass die Deutsche Bahn ihr Personal anpassen kann, ihre Strukturen anpassen kann, dass das Eisenbahnbundesamt ausreichend Personal für die Genehmigung hat, bis hin auch zu den Gerichten, dass sie im Streitfall schneller entscheiden können. Aber auch die Bauwirtschaft sagt immer wieder, es wäre sehr, sehr hilfreich. Sie könnte erahnen, in welchem Jahr wie viel Geld zur Verfügung steht, damit sie Personal und ihre Technik entsprechend ausrüsten kann. Also das heißt, das alles ist nicht so banal. Da muss man unglaublich viel zusammendenken. Wir haben als Ampelkoalition im Bereich der Bahn sehr viele Übereinstimmungen feststellen können. Und es ist leider trotzdem ein mühsamer Weg, die Dinge tatsächlich zur Umsetzung zu bringen. Es ist nicht immer nur eine Frage, wird sich die Politik einig, sondern es sind auch andere Dinge, die da mit dranhängen, die dazu beitragen, dass es zügig vorangeht oder eben auch nicht zügig vorangeht. Aber wir haben deutliche und ehrgeizige Verlagerungsziele zugunsten der Schiene und wir haben viele konkrete Maßnahmen, die wir umsetzen wollen. Wir haben da jetzt eine sehr enge Zusammenarbeit und Absprache aufgenommen und ich hoffe sehr und ich bin da auch optimistisch, dass wir da in den nächsten 4 Jahren vorankommen. Da wird die Umwelt profitieren, das Klima profitieren, die Fahrgäste in Form besserer Angebote werden profitieren und natürlich auch alle Beschäftigten im Bahnsektor, ob bei der Deutschen Bahn oder bei Wettbewerbsunternehmen. Denn in einem wachsenden Markt entstehen auch entsprechend gute Arbeitsplätze. Eine Sache noch vielleicht, also so wie ich das verstanden habe,
Wollen Sie auf der einen Seite die Infrastruktur, das Netz in eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft einbringen? Also wie das jetzt gesellschaftsrechtlich ausgestaltet wird, ist vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt sozusagen die Infrastruktur, das Netz, die soll gemeinwohlorientiert sein, die Gewinne sollen thesauriert werden. Was ist mit dem Betrieb vorgesehen, also sprich den Zügen, die dort hin und her fahren? Also beim Betrieb ändert sich gar nichts. Wir haben ja eine Situation, dass wir eine Organisation haben im Bahnsektor, in dem verschiedene Unternehmen tätig sind und die beiden oder die drei, genauer gesagt, die drei Verkehrssparten, also DB Regio, DB Fernverkehr, DB Cargo, die beteiligen sich auf dem Markt. Eigenwirtschaftlich genauso wie durch die Beteiligung an Ausschreibungen. Da ändert sich überhaupt nichts, ändern tut sich was bei der Infrastruktur. Die Infrastruktur verbleibt aber, das haben wir auch festgehalten im Koalitionsvertrag, im Konzern. Also es gibt keine Herausnahme der Infrastruktur aus dem DB-Konzern, aber sie wird so organisiert, dass die Infrastruktursparten zusammengelegt werden und dass sie dann von dem Gewinnerzielungsdruck befreit werden und am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Also das heißt, der ursprüngliche Plan, also mir fällt da immer noch Medorn zu ein, obwohl er schon lange nicht mehr in dem Bereich tätig ist, war ja mal, ich weiß gar nicht, ob er dafür angetreten, nee, das war vorher noch, wie hieß er noch? Komme nicht auf den Namen. Der ursprüngliche Plan war ja, dass man aus diesem Staatsunternehmen eine Aktiengesellschaft gemacht hat, die mal an die Börse gebracht werden sollte. Davon verabschieden Sie sich. Also davon verabschieden wir uns nicht, weil wir das jetzt nicht verfolgt haben. Das ist überhaupt kein Plan gewesen in der Vergangenheit. Also ich wüsste jetzt nicht mal, also ich meine sogar, dass die FDP das nicht mal verfolgen würde, wenn sie alleine regieren würde. Wir sowieso nicht. Die SPD genauso wenig. Also an die Börse bringen ist überhaupt kein Thema. Das einzige Thema ist die Herauslösung, die sogenannte Trennung. Aber die ist jetzt natürlich auch für diese Legislatur entschieden. Es bleibt beim integrierten Konzern. Das haben wir so vereinbart. Und was einzelne Parteien darüber hinaus irgendwann mal wollen, ist eine andere Frage. Im Koalitionsvertrag jetzt steht, dass am integrierten Konzern festgehalten wird, dass aber die Strukturveränderungen innerhalb des Konzerns, wie beschrieben, erfolgen sollen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich sage mal so, der Vorteil ist eben, dass sich das, was wir vereinbart haben, innerhalb dieser Legislatur umsetzen lassen sollte und dass es sich auch in einem möglichst großen Konsens umsetzen lassen sollte. Dass es hier jetzt einen großen Widerstand geben sollte, ist eher nicht zu erwarten. Deswegen ist es sicherlich eine sehr pragmatische Lösung und auch eine Lösung, mit der vielleicht nicht alle, aber doch einige oder viele, wahrscheinlich auch die meisten der Ziele, die man gesetzt hat an die Forderung einer Trennung, die lässt sich auch mit auf diesem Wege umsetzen. Also unser Ziel ist ja auch nie gewesen, die Infrastruktur an die Börse zu bringen oder zu privatisieren, sondern unser Ziel ist gewesen, sie näher an den Staat zu bringen. Also exakt das Gegenteil von dem, was manchmal diskutiert wird oder behauptet wird. Wir wollten eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft gründen, nicht gewinnorientiert, natürlich dann auch nicht als Aktiengesellschaft, sondern als GmbH oder GmbH oder welche Gesellschaft auch immer, näher am Staat. Und aber jetzt bleibt es eben innerhalb der DB mit dem Vorteil schnellere Umsetzbarkeit und hoffentlich dann auch im Einvernehmen mit allen Akteuren innerhalb des Konzerns und in der Bahnbranche. Also wenn ich jetzt ganz kurz zusammenfasse, würden Sie sagen, die Infrastrukturbetrieb, der soll gemeinnützig ausgerichtet sein und beim Bahnbetrieb, also den Zügen, die hin und her fahren, soll irgendein Wettbewerb organisiert werden? Genau, also beim Betrieb ändert sich nichts und bei der Infrastruktur die gemeinwohlorientierte Ausrichtung. Die Infrastruktur steht allen diskriminierungsfrei zur Verfügung zu einem Preis, der auch den Zugang erleichtert, weil wir wollen ja keine Hürden aufbauen für mehr Schienenverkehr, sondern wir wollen ja die Hürden absenken. Okay, dann danke erstmal. Dann würde ich jetzt Herrn Engartner das Wort übernehmen. Ich denke, Sie sind sich bei den Zielen in vielen Bereichen einig. Ob bei der Umsetzung die Einigung da sind, wollen wir mal sehen.
Ja, vielen Dank. Also vorab vielleicht die Bemerkung, dass mir unter einem Bundesverkehrsminister Gastel sehr viel wohler wäre als unter dem amtierenden Bundesverkehrsminister Wissing. Aber von Albert Einstein gibt es ja den Ausspruch, ein Abend, an dem sich alle einig sind, ist ein verlorener Abend. Und deswegen will ich vielleicht eine kritische Anmerkung machen zu dem, was Sie, Herr Gastel, ausgeführt haben, ohne, wie Herr Röder das schon zutreffend gesagt hat, natürlich die Zielvorstellung, die uns einen in Abrede stellen zu wollen. Ich will aber vier Punkte, bevor ich zu meinem 8-Punkte-Plan komme, den ich hier vorstellen möchte, herausgreifen, die Sie genannt haben. Das eine ist, Herr Röder sprach da auch darauf an, also wir haben ja Bahnchefs gehabt von Heinz Dürr über Hannes Ludewig bis hin zu Hartmut Medorn, die allesamt aus der Automobilindustrie oder der Luftfahrtindustrie kamen. Jetzt haben wir mit Richard Lutz in der Tat jemanden, der das Handwerk versteht, begreift, das System Schiene kennt, aus vielen Jahren schon familiär bedingt tradiert. Also es keimt ein wenig Hoffnung auf. Trotzdem, und das ist der Brückenschlag zu dem Rückblick, den ich wagen möchte, gibt es so viele Vorhaben, die die Koalition sich auf die Fahnen geschrieben hat, dankenswerterweise auf die Fahnen geschrieben hat, die man nicht so ohne weiteres wird einlösen können. Das Erste ist, Sie haben gesagt, Sie wollen den Güterverkehr stärken. Seit 1994, seit der formalen Privatisierung der Deutschen Bahn, sind mehr als 50% aller industriellen Gleisanschlüsse gekappt worden. Das heißt, eine Revitalisierung des Schienennetzes im Bereich des Güterverkehrs wird kaum möglich sein. Viele Strecken sind entwidmet worden. Das heißt, die sind gar nicht mehr als Schieneninfrastruktur erkennbar, sondern darauf gibt es Supermärkte, Fußgängerzonen, was ja noch löblich ist, oder andere Bauvorhaben, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Das Zweite ist, Sie haben gesagt, Sie wollen am Betrieb nichts ändern. Und das halte ich für eine kardinale Fehleinschätzung mit Blick auf die Zielperspektive, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Es ist schlichtweg so, dass dem Prinzip der Gemeinwohlorientierung auch im Betrieb Rechnung getragen werden muss, wenn man nicht der Gewinnorientierung erliegen muss. Mehr Wettbewerb auf der Schiene ist nach meinem Dafürhalten Ausdruck eines ruinösen Wettbewerbs, weil der Wettbewerb kann notwendigerweise nur über die Fahrpreise, die Beschäftigungsstrukturen, sprich das Lohnniveau oder aber durch preiswerteres Zugmaterial erfolgen. Und das ist sehr schwierig, weil es dort kaum Vielfalt bei den Anbietern gibt, weil die meisten Züge in denselben Produktionsstätten gefertigt werden. Der dritte Punkt, Sie haben die fehlende Abstimmung moniert, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, viel zu lange Planungs- und Anbahnungszeiträume, da müsste man dringend dran. Dann könnte man aber den konsequenten Weg doch gehen und sagen, wir bringen alles unter ein Dach, wie das in der Schweiz üblich ist, also unweit vor Ihrer Haustür, Herr Gastel, läuft das mit den Schweizerischen Bundesbahnen sehr hervorragend. Da finden Sie keinen Banker, der nicht ein leidenschaftlicher Befürworter des staatlich organisierten, regulierten und finanzierten Bahnsystems ist. Und vierte Vorbemerkung, natürlich kann die Bahn mit dem Geld oder fängt die Bahn beim Geld nicht sofort auf alle Verlockungen der Politik herein, weil sie gar kein systematisches Interesse mehr daran hat, unbedingt mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. 60% des Gewinns erzielt die Deutsche Bahn AG mittlerweile mit nicht schienengebundenen Leistungen. Sie ist ein Global Player, ein internationaler Mobilitäts- und Logistikkonzern, der eher die Geschäfte zwischen Dallas, Delhi und Den Haag im Blick hat, den internationalen Logistikmarkt nämlich, als die Bahnstrecken zwischen Dienstlaken, Delmenhorst und Düren. Also mit anderen Worten, die Zielperspektive der Bahn ist mittlerweile anders und dem müsste man meines Erachtens von Seiten der Politik noch sehr viel entschiedener und energischer entgegentreten. Ich will aber, um das ein wenig produktiv zu wenden, kurz 8 Punkte skizzieren, von denen ich denke, dass Sie, Herr Gastel, mir da wahrscheinlich nicht fundamental widersprechen werden, wir jetzt trotzdem fürs Publikum hier einmal zur Sprache gebracht haben. Sie haben es bei sich vor der Haustür, ich zufälligerweise zwischen Köln und Frankfurt auch, Lok- und Oberleitungsschäden, Weichen- und Signalstörungen sowie Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund dichter Zugfolge, das ist immer noch so eine Formulierung, die sich mir nicht hinlänglich erschließt, aber ich war leider letzte Woche ja nicht mit zu Besuch bei den digitalen Kopplungen, vielleicht ist das ja eine positive Entwicklung, die sich da bahnbricht. Wir haben mehrere 10.000 Züge, die jedes Jahr ihren Zielbahnhof nicht erreichen. Und selbst wenn man diese Züge nicht in die Pünktlichkeitsstatistik der Deutschen Bahn einpreist, fällt die Deutsche Bahn AG jeden Tag rund 8.000 Stunden Verspätung ein. 8.000 Stunden pro Tag. Da habe ich noch nicht gesprochen von überfüllten Waggons, fehlenden Reservierungen, defekten Klimaanlagen, verschlossenen Toiletten, ausverkauften Speisen im Bordbistro und instabilen WLAN-Verbindungen. Also selbst treue Bahnreisende, die wirklich den Schritt
von der Straße auf die Schiene vollziehen wollen oder bereits vollzogen haben, sind mitunter nicht in deutscher Lamoyanz, sondern tatsächlich frustriert. 8 Punkte nach meinem Dafürhalten, die dringend umgesetzt werden müssen. Das erste ist, um Brücken zu sanieren, Oberleitungen zu warten, die Vegetation entlang der Trassen zu stutzen. Also viele Störungen im Betriebsablauf sind natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Sträucher und Büsche nicht mehr so in der Intensität beigeschnitten werden entlang der Trassen, wie das sein müsste. Beheizte Weichen, die die russische Staatsbahn RZD übrigens hat und sich von deutschen Unternehmen hat einbauen lassen, braucht es, um mehr Investitionen in die Schienenverkehrsinfrastruktur sinnvoll erscheinen zu lassen. Nach wie vor privilegieren überproportional hohe Investitionen in den Straßenaus- und Neubau, den motorisierten Individualverkehr und diskriminieren den Verkehrsträger Schiene. Ich bringe nur ein Beispiel, die A20 im Ostseeküstenraum, eine der teuersten Autobahnneubauten mit 1,9 Milliarden Euro, ist, sofern man dort regelmäßig fährt, für jeden erkennbar weitestgehend leer. Also ein Projekt, was sich überhaupt nicht weder volks- noch betriebswirtschaftlich verargumentieren lässt. Das Zweite ist, und das würde ich mir wirklich von der Ampelkoalition wünschen, dass wir die bahnfeindliche Steuer- und Abgabenarchitektur beenden. Noch immer zahlt die Bahn als umweltfreundlichster Verkehrsträger nach dem Fahrrad sowohl die Mehrwertsteuer als auch auf nicht elektrifizierten Strecken Mineralöl- und Ökosteuer. Wenn der grenzüberschreitende Flugverkehr von der Mehrwertsteuer ausgenommen wird und der Kerosinverbrauch bekanntlich weltweit nicht besteuert wird und somit hierzulande auch die Ökosteuer nicht erhoben wird als Annexsteuer. Also wenn Low-Cost-Carrier wie Ryanair und andere für 9,99 Euro Flüge anbieten können, die sie meine Studierenden leider immer noch in schöner Regelmäßigkeit jetzt gerade auch in der postpandemischen Zeit nutzen, liegt das nicht nur an der unzureichenden Bezahlung der Beschäftigten, sondern auch an der massiven steuerlichen Privilegierung. Drittens, die Bahn muss mehr Verkehr in die Fläche bringen. Das hatten Sie auch angesprochen, Herr Gastel, dass einige vormalige Oberzentren oder Mittelzentren von der Bahn entkoppelt worden sind. Vormals auch meine Heimatstadt Mönchengladbach mit dem erstklassigen Fußballverein vor der Tür. Auch dort hat man sich zeitweilig von Seiten der Bahn nicht mehr genötigt gefühlt, Schienenverkehr im Fernverkehr anzubieten oder Bahnverkehr im Fernverkehr anzubieten. Das muss natürlich sich dramatisch ändern, während es der Bund der Deutschen Bahn AG erlaubt, also Nebenstrecken, Personen- und Güterbahnhöfe stillzulegen oder sie durch eine unzureichende finanzielle Ausstattung dazu zwingt, diffundiert der Verkehrsträger Flugzeug bis in entlegenste Regionen, zu nennen wären die Flughäfen in Hahn, in Kassel-Calden, in Paderborn-Lippstadt und Weeze. All diese regionalen Verkehrsflughäfen, 37 Stück an der Zahl, werden massiv subventioniert, auch leider aus EU-Töpfen. Und das muss natürlich dringend beendet werden. Viertens, statt auf die Frachttransporte im internationalen Raum zu setzen, die Deutsche Bahn ist in mehr als 130 Staaten aktiv, müsste die Bahn mit dem Fahrgasttransport auch in den Mittel-, Ober- und Unterzentren zu einer primären Aufgabe machen. Mit der Bonität, und das hat sogar die FDP seinerzeit moniert, der Bundesrepublik Deutschland im Rücken, kauft die Deutsche Bahn oder kaufte sie in der Vergangenheit Fluggesellschaften wie BEX Global, Lkw-Speditionen wie Stinnes, Fuhrparks wie die der Bundeswehr, aber sie verfolgt auch Bauvorhaben in Indien und Saudi-Arabien über die DB Engineering und Consulting. Also das ist ein veritables Problem, wenn der heimische Schienenverkehr nicht mehr die Priorität genießt, die er genießen sollte. Fünftens, das mache ich kurz, Herr Gaste sind ja einer der prominentesten Gegner von Stuttgart 21 gewesen, deswegen gibt es da keine Dissonanz bei uns. Will nur sagen, auch ich würde sagen, die Großbauvorhaben wie Stuttgart 21 müssen der Vergangenheit angehören. Es gibt es ja wieder Überlegungen, in Frankfurt oder auch in München etwas in die ähnliche Richtung hinaus zu buchstabieren. Ich hoffe, dass das unterbleibt, denn das ist eine wichtige Grundlage der Diskussion. Obwohl rund 90% aller Bahnfahrten auf den Schienenpersonennahverkehr entfallen, das heißt auf Strecken von weniger als 50 Kilometern Reichweite oder weniger als einer Stunde Fahrzeit, fließen bislang nur 10% aller personentransportbezogenen Investitionen dorthin. Sechster und damit drittletzter Punkt, die Bahn muss die Fahrpreise stabilisieren, um dem Massenverkehrsmittel Bahn möglichst viel Zuspruch zu sichern. Stattdessen erhöhte sie seit 2003 die Preise um insgesamt 43% im Fernverkehr und um 44% im Nahverkehr. Ich finde das Bahntarifsystem nach wie vor zu komplex mit Supersparpreisen, einfachen Sparpreisen. Es braucht eine verlässliche Fahrpreispolitik zugunsten treuer Kunden. Vielleicht wäre auch eine Markttransparenzstelle, wie es die sogenannte Benzinpolizei mal 2013 kurzzeitig gab, für den Straßenverkehr geeignet.
Siebtens, es braucht einen abgesammelten, unterscheiden wir uns in der Tat auf den Wettbewerb im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn AG steht bereits in einem intensiven sogenannten intermodalen Wettbewerb mit dem Straßenverkehr, dem Luftverkehr und dem Güterverkehr, eben auch mit dem Schiffsverkehr. Es braucht keinen intramodalen Wettbewerb zwischen verschiedenen Bahngesellschaften. Bei identischen Trassenpreisen kann der Wettbewerb zwischen den Betreibergesellschaften schließlich nur stattfinden, das hatte ich eingangs gesagt, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, Serviceleistungen reduziert werden oder die Löhne gesenkt werden. Die Pleite von Abellio in Nordrhein-Westfalen hat hier den Schienenpersonennahverkehr massiv durcheinandergewirbelt Ende letzten Jahres. Es mussten Auffanggesellschaften gegründet werden. Die DB Regio musste einspringen. Also auch der Konkurs von Bahngesellschaften ist keineswegs eine Fiktion von privatisierungskritischen Bahnfans. Achter und letzter Punkt. Kurt Tucholsky hat einmal gesagt, alle besseren Geschichten beginnen am Bahnhof. Ich wünsche mir, erträume mir, dass es Bahnhofsgebäude wieder gibt, die als Kulturdenkmäler zu touristischen Aushängeschildern und zu Orten der Begegnung werden und nicht zu Geschäftswelten mit Gleisanschluss. Ich glaube, dass die Bahn gut daran täte, ihre Eintrittskarten für den Bahnverkehr wieder aufzuhübschen und sie nicht an die nächstbesten Investoren zu verkaufen. Leider ist auch das schon in großem Stil geschehen, sodass die Rückgewinnungsmöglichkeiten dort sehr bescheiden sind. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, es ist ein überfälliger Paradigmenwechsel von der Börsen hin zur Bürgerbahn notwendig. Die Deutsche Bahn sollte nicht mehr als Aktiengesellschaft ausgewiesen werden, sondern sich endlich dem Gemeinwohl verpflichten, statt der Kapitalmarktorientierung weiter das Wort zu reden. Herzlichen Dank. Okay, dann danke ich Ihnen. Also beide sind gute Redner, habe ich gemerkt. Mein Vorschlag wäre, dass wir die Punkte von Herrn Engartner kurz durchgehen. Ich vermute, dass es bei dem einen oder anderen Übereinstimmung gibt und dass wir einfach gucken, wo der Dissens ist, weil es geht hier nicht um des Dissenses willen, sondern das ist vielleicht der Punkt, wo wir am ehesten unsere grauen Gehirnzellen anstrengen können und dazu zu Ergebnissen kommen können. Der Punkt 1 war Schäden. Es gibt zu viele 8000 Stunden Verspätung, dass da was gemacht werden muss. Wobei die Schäden, das ist ja die Frage, wenn es die Infrastruktur ist, da würde Herr Gastel sagen, sehe ich genauso, muss alles gemacht werden. Was ist mit dem berühmten Triebwerksschaden? Was machen wir mit dem? Okay, ich verstehe das jetzt als Frage an mich. Also in der Tat, natürlich bei der Infrastruktur ist es einfach so, dass die Infrastruktur häufig ursächlich ist. Entweder weil es hier Mängel gibt, weil es hier Störungen gibt, Signalstörungen, Weichenstörungen beispielsweise, oder aber auch die Infrastruktur mitursächlich ist für Verspätungen, einfach deshalb, weil sie nicht genügend Kapazitäten, nicht genügend Resilienz bietet. Ja, wenn wir eben Infrastruktur immer so bauen, dass sie auf Kante genäht ist, dann reicht eben ein Zug, der mit 2 Minuten Verspätung kommt, was ja eigentlich noch gar keine Verspätung ist, um alles durcheinander zu bringen. Also gerade im Raum Freiburg, Breisgau-S-Bahn, Mühlentalbahn, da kennt man das. Neu geschaffene oder ausgebaute Infrastruktur und man hat gleich am ersten Betriebstag dann feststellen müssen, das schöne Betriebskonzept lässt sich nicht fahren. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Bund nur die Infrastruktur fördert, die zwingend erforderlich ist und zwar nach sozusagen davon ausgehen, dass alles optimal läuft. Sobald aber zum Beispiel die Fahrgastwechselzeiten etwas länger sind oder im konkreten Fall das Kuppeln von Zügen ein bisschen länger dauert, dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann hat man zu wenig und zu kurze zweigleisige Abschnitte oder die Ausweichstelle, die befindet sich nicht an der richtigen Stelle, weil sich die Züge nicht dort, sondern woanders begegnen würden und so weiter. Also das heißt, wir müssen da Infrastruktur großzügiger bemessen, sodass auch Möglichkeiten da sind, erstens mal weniger Verspätungen aufzubauen, aber zweitens sogar, dass Infrastruktur in der Lage ist, Verspätungen abzubauen. Ja, und wir hatten ja alle die Stuttgart 21-Diskussion mitbekommen haben. Die kennen ja diese Begrifflichkeiten wirtschaftlich optimal und so weiter. Wirtschaftlich optimal heißt dann halt, man holt sozusagen das Letzte aus der Infrastruktur raus oder umgekehrt formuliert, für das, was man fahren möchte, baut man keinen Meter mehr als das, was unter optimalen Bedingungen zwingend notwendig ist. Und das führt eben zwangsläufig zu Verspätungen und
zu sich aufschaukelnden Verspätungen, muss man ja sagen. Also deswegen ist es eine wichtige Sache. Und das andere, ja, natürlich auch die Fahrzeuge. Da gehört aber auch die Bahnindustrie dazu. Bombardier vor allem hat da alles andere als gute Qualität geliefert in den letzten Jahren. Es gehört dazu, dass die Werkstätten gut betrieben werden, dass da zügig repariert wird. Dass wir hatten früher Fahrzeugreserven, die gibt es heute vielfach gar nicht mehr. Das heißt, wenn irgendwo ein Schaden eintritt, dann kann da nicht irgendwie ein anderer Zug starten oder der ist viel zu weit weg, um dann zügig die Fahrt zu übernehmen. Das sind eben diese Dinge, da muss man rangehen. Vielleicht kommen wir daher nochmal drauf zu sprechen. Das ist ja für mich so die Kardinalfrage. Wie geht man daran? Ich würde gerne auch über gelungene Beispiele von Privatisierung in dieser Welt reden und vielleicht auch von gelungenen Beispielen, wo es sozusagen komplett in staatlicher Hand ist. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie sozusagen der Wettbewerb, den Sie einfordern, Herr Gastel, dazu führt, dass sozusagen die berühmte Durchsage wegen Triebwerksschaden bleibt der Zug liegen. Also da kann ich, möchte ich schon, da würde ich schon gerne noch was dazu sagen. Herr Engartner hatte ja gesagt, am Betrieb nichts zu ändern sei falsch und der Wettbewerb würde zu nichts führen. Ich sag mal, wir haben in Baden-Württemberg ja einige Erfahrungen gemacht, nicht alle positiv, aber wir haben daraus gelernt und wir können da Rückschlüsse ziehen. Und wir haben einige Strecken, nicht wenige Strecken, auf denen haben die Wettbewerbsunternehmen deutlich bessere Leistungen erzielt als die Deutsche Bahn, als DB Regio. Also bei mir hier durch den Wahlkreis Stuttgart-Tübingen, da ist sowohl Abellio als auch die Deutsche Bahn, DB Regio, gefahren, beide parallel. Und die Pünktlichkeitswerte von Abellio waren gravierend besser, wirklich gravierend besser. Das ist auf anderen Bahnstrecken mit Go Ahead beispielsweise genauso. Da fahren DB Regio und Go Ahead und der Wettbewerber fährt erheblich pünktlicher auf der gleichen Strecke wie DB Regio. Und diese Aussage, da müssten Löhne gesenkt werden, damit Wettbewerb überhaupt zustande kommt, ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Wir haben im Bahnbereich praktisch eine hundertprozentige Tarifbindung. Die Tarifverträge zwischen den beiden Bahngewerkschaften, EVG und GDL, unterscheiden sich nur marginal. Einmal kriegt man ein bisschen weniger Geld und hat dann aber auch weniger Arbeitszeit oder mehr Urlaub oder so. Also unter dem Strich sind die vergleichbar. Selbst die Gewerkschaften sagen, dass der Wettbewerb nicht zu Lasten von Bezahlung ausgetragen wird. Ja, man muss halt einfach mal sehen, die Deutsche Bahn hat natürlich auch einen riesen Apparat. Das haben halt die Wettbewerbsbahnen so nicht. Ja. Und die Wettbewerbsbahnen sind auch in den Wettbewerb eingestiegen mit einer geringeren Renditeerwartung, als das DB Regio damals hatte. Ja. Klar ist natürlich auch, dass die Effizienzgewinne, die können nicht mit jeder Neuausschreibung nochmal in dem Maße realisiert werden, wie beim erstmaligen Übergang hin zum Wettbewerb. Ja. Da haben sie natürlich dann einen erheblichen Kostenvorteil. Also Baden-Württemberg konnte wegkommen durch den Wettbewerb von Deutschlands höchsten Kilometerpreisen. Ja, wir hatten in Baden-Württemberg die ältesten Fahrzeuge zum höchsten Preis in ganz Deutschland. Und wir haben den Preis halbieren können, ohne dass die Löhne gesunken sind. Und das hat was mit weniger Rendite und besserer, schlankerer Organisationsstruktur bei den Unternehmen zu tun. Ja, wie gesagt, das lässt sich kein zweites Mal in dem Maße organisieren. Aber wir wissen doch von überall her, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Wir haben überall, was weiß ich, beim Einzelhandel und sonst wo haben wir einen Wettbewerb. Wir können uns raussuchen, wen wir nehmen. Und die orientieren sich gegenseitig. Und einer versucht, besser zu sein, dem Kunden Besseres zu bieten. Und insofern sind wir Freunde des Wettbewerbs. Das ist gut, dass verschiedene EVUs da sind, gerade auch übrigens im Güterverkehr. Ja, den darf man nicht vernachlässigen. Wir reden immer über Personenverkehr. Wenn man was zum Klimaschutz erreichen will, dann ist der Güterverkehr das Entscheidende. Und hier gibt es halt auch Dinge, da interessiert sich DB Cargo gar nicht dafür, weil das eben viel zu klein ist, weil das eine Nische ist. Aber das können Wettbewerber eben durchaus sehr, sehr erfolgreich bedienen. Also das heißt, wir brauchen die verschiedenen Player, weil die einfach unterschiedliche Fähigkeiten haben, weil die unterschiedlich sich profilieren können. Und der Wettbewerb führt dazu, dass der Ansporn, besser zu werden und gut zu sein, einfach da ist. Wir hatten schon mal eine andere Situation mit Behördenbahnen, mit der großen Trägheit
Und wir sind aus guten Gründen von dieser Deutschen Bundesbahn damals weggekommen. Also ich kenne nur sehr wenige, die weg wollen. Und übrigens auch die Wettbewerbsfrage. Beide Gewerkschaften bekennen sich zum Wettbewerb. Die Bahnbranche, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bekennen sich zum Wettbewerb. Also wir wollen keinen Wettbewerb um des Wettbewerbs willen. Und Wettbewerb braucht einen Rahmen. Aber er bringt eben auch viel Positives. Und gerade wir in Baden-Württemberg auf einigen Strecken konnten eben feststellen, dass Wettbewerber eine gute Leistung bringen können. Okay, ich würde, bevor ich Herrn Engartner bitte, dazu was zu sagen, würde ich gerne mal diesen Wettbewerb nochmal verstehen. Wie sieht das denn aus? Gibt es eine Ausschreibung, was weiß ich, Fernverkehrsstrecke Stuttgart-Berlin für 10 Jahre, halbstündlicher Verkehr? Wie sieht so ein Wettbewerb aus? Also wie wird das organisiert? Und vor allen Dingen, es gibt ja dann wahrscheinlich einen Gewinner, der das halt über einen gewissen Zeitraum bedient und dann wird das wieder neu ausgeschrieben oder wie funktioniert das? Also zunächst mal gibt es Wettbewerb in dieser Form mit Ausschreibungen ausschließlich im Regionalverkehr. Ja? Wir werden diese Frage auch im Fernverkehr klären müssen, denn mit dem Deutschlandtakt sollen ja die Angebote im Fernverkehr erheblich ausgeweitet werden. Also auf vielen Strecken statt eines Stundentakts, einen Halbstundentakt beispielsweise. Wir wollen wieder mehr Großstädte, mehr Oberzentren an den Fernverkehr heranführen. Und dann ist ja die Frage, wie realisiert man das? Da muss man ja einen Anreiz setzen, damit Eisenbahnverkehrsunternehmen in Zukunft Strecken bedienen, die sie bisher nicht bedienen oder häufiger fahren als bisher. Bisher ist es so, Fernverkehr ist eigenwirtschaftlich. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen kann fahren, und muss dann aber eben von den Fahrgelderlösen leben. Und was sich nicht rechnet, wird nicht gefahren. Deutschlandtakt setzt aber voraus, das ist wie ein großes Puzzle, dass alles gefahren wird, weil sonst entstehen oder sonst bleiben Lücken. Sonst kommen Leute von A nach B, aber nicht weiter nach C. Und genau das darf nicht passieren. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie im Fernverkehr die Organisation erfolgen soll. Einfach zu sagen, die Deutsche Bahn soll es fahren, das werden wir nicht mitmachen und das wird auch die FDP nicht mitmachen und das ist auch europarechtlich so nicht möglich. Ja, die Zeiten sind vorbei und es ist auch gut so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste, aber vielleicht nicht ausreichend wirkungsvollste ist, wir senken auf den Strecken, auf denen wir gerne mehr Fernverkehr haben wollen oder überhaupt Fernverkehr haben wollen, wo jetzt keiner ist, die Trassenpreise so weit, bis dann ein EVU kommt, Eisenbahnverkehrsunternehmen, und sagt, mit so niedrigen oder gar keinen Trassenpreisen lohnt sich das für uns, dann machen wir da ein Angebot. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, wenn einer von Hamburg nach Berlin fahren möchte, das ist eine hochrentable Strecke, dann kriegt er diese Trasse nur dann, wenn er halt auch dann im Stundentakt von Hamburg nach Flensburg fährt. Die Strecke würde sich vielleicht nicht lohnen. Aber wenn man die bündelt, dann ist es vielleicht attraktiv und dann kriegt man auch nach Flensburg einen guten Takt hin durch das Unternehmen, das dann eben das Recht bekommt, auch auf der rentablen Strecke von Hamburg nach Berlin zu fahren. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, das im Fernverkehr umzusetzen, was im Regionalverkehr besteht. Also das heißt eine Ausschreibung und dann bewerben sich die Unternehmen. Wer eigenwirtschaftlich fährt, kriegt den Vorrang. Wer nicht eigenwirtschaftlich fahren kann und keiner günstiger anbietet, kriegt dann den entsprechenden Zuschlag und darf dann über einen bestimmten Zeitraum dort fahren, kann sich also sicher sein, dort dann keine Konkurrenz zu haben, sondern von A nach B 10 Jahre lang im Stundentakt fahren zu dürfen. Das sind die drei Möglichkeiten. Okay, ich würde an Herrn Engartner jetzt übergeben, was er dazu sagt. Ob er das Konzept für sinnvoll hält, wo er vielleicht, bitte. Ja, ich hätte noch eine vierte Möglichkeit, die ich anführen würde. Das wäre das Zusammenführen von Schienenpersonennah- und Fernverkehr und Güterverkehr unter einem Dach, staatlich organisiert und ausreichend finanziert. Ich will einmal daran erinnern, im Grundgesetz in Artikel 87e Absatz 4 ist festgeschrieben, die flächendeckende Versorgung mit Schienenverkehrsleistungen. Also dem Grundsatz der Gemeinwohlorientierung, der öffentlichen Daseinsvorsorge wird da
explizit expresses Verbes Rechnung getragen. Und deswegen kann ich nicht der Aussage beipflichten, was sich nicht rechnet, wird nicht gefahren von Unternehmen. So einfach können die sich nicht aus der Verantwortung stehlen oder kann sich die Politik, die Verkehrspolitik nicht aus der Verantwortung ziehen. Das ist ja das, was Sie zu Recht angemahnt haben, Herr Gastel, dass man sagt, naja, also es muss sich für die Bahngesellschaften rentieren. Die Deutsche Bahn ist vielleicht auch deswegen vor ihrer Haustür kostspieliger als private Konkurrenzunternehmungen, rein, also materiell privatisierte Konkurrenzunternehmungen, weil sie versucht, eine Mischkalkulation zu fahren, um andere weniger profitable Streckenabschnitte damit bedienen zu können und damit dem grundgesetzlich verbrieften Prinzip der flächendeckenden Versorgung mit Schienenverkehrsleistungen Rechnung zu tragen. Das Zweite ist, schauen Sie nur über den Ärmelkanal. Eine Fragmentierung des Schienenverkehrssystems, und zwar nicht nur durch die Auskopplung der Infrastrukturgesellschaft namens Railtrack, die an die Börse gegangen ist, sondern auch durch eine Diffusion von Verantwortlichkeiten, die sich massiv zulasten der Fahrgäste ausgewirkt hat. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Beitrag in der Zeit überschrieben zum britischen Bahnsystem mit 11.000 Jahre Verspätung. Die Briten sind selbst in der Bankenmetropole London dieses Schienenverkehrssystems überdrüssig geworden, schlichtweg, weil sie mittlerweile eine Situation haben, wo sie auf der Strecke von London nach Liverpool drei verschiedene Anbieter haben, wo die Tickets aber gar nicht mehr kompatibel sind. Also der nächste Schritt, der für mich logisch wäre, dass bestimmte Bahnunternehmungen nur noch also Tickets zulassen, die auf ihre Züge hin lauten. Also die Bahncard 100 zum Beispiel, was ja dem Generalabonnement der Schweizer sehr nahe kommt, nicht preislich leider, aber doch so vom Ansatz her, was ja ein gutes Vehikel ist, um noch mehr Personenverkehr auf die Schiene zu bringen, könnte man systematisch unterhöhlen und sagen, naja, die Bahn kann 100 wird von der Deutschen Bahn AG verkauft, warum soll man damit den Schienenpersonennahverkehr von Abellio nutzen dürfen? Also auch da müssten ja Ausgleichszahlungen fließen. Und dann die Regionalisierungsmittel, das ist ja das, was im Schienenpersonennahverkehr das Mittel ist, um da Verkehr zu generieren, sind ja auch nicht so üppig gewesen in der Vergangenheit, dass die Verkehrsverbünde gesagt hätten, das reicht uns. Sie hatten das Positivbeispiel von Abellio genannt, ich könnte das Negativbeispiel auf Nordrhein-Westfalen hin ausdeuten. Es gibt keine empirische Evidenz dafür, dass Wettbewerb grundsätzlich besser ist. Und zu guter Letzt nochmal der Punkt, die Bahn steht ja schon in einem unglaublich intensiven, wie Ökonomen sagen würden, kompetitiven Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern. Die Bahn konkurriert doch schon auf der Strecke Frankfurt-Brüssel mit dem Flugverkehr, der massiv subventioniert wird, steuerlich privilegiert wird und von vielen Personen immer noch als das Mittel der Wahl, das Verkehrsmittel der Wahl angesehen wird. Plus der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr, auch der ist für viele doch eine veritable Alternative zum Bahnverkehr. Also ich kann nicht erkennen, dass die Bahn in keinem ausreichenden Wettbewerb stünde. Ganz im Gegenteil. Wir haben einen Wettbewerb. Man kann aber sagen, der reicht uns nicht. Wir brauchen den auch auf dem Schienennetz selbst. Und da würde ich zuletzt sagen wollen, dass wir da ein eindeutiges Bekenntnis brauchen, was auf Gemeinwohlorientierung, nicht auf Gewinnorientierung zielt. Bei den Autobahnen fragt kein Mensch danach, ob die sich amortisieren. Die Bahn hat immer noch dieses Stigma, dass Neubauvorhaben, Schienenverkehrsinfrastrukturvorhaben gebrandmarkt sind als massiv subventioniert oder wissen Sie, was ich meine? Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ne? Bei der Autobahn fragt keiner danach, ob der Kilometer Autobahnabschnitt jetzt sich rechnet, gemessen an dem Verkehrsaufkommen, der da stattfindet. Da müssten wir eigentlich auch bei der Bahn hinkommen, denn abschließend, ich habe Ihr Petitum auch als Reinkarnation der ordoliberalen Freiburger Schule begriffen, Herr Gastel, dass man sagt, der Wettbewerb wird es richten. Ich würde sagen, das Seysche Theorem, die Angebotstheorie hat auch ihre Berechtigung. Im Verkehrssektor ist es so, das Angebot schafft sich seine Nachfrage. Das heißt, je mehr ich den Schienenverkehr privilegiere und je mehr Angebot ich da vorhalte, desto stärker wird er nachgefragt. Je mehr Straßen ich baue, desto mehr Autoverkehr generiere ich oder Lkw-Verkehr. Je mehr Radnetze ich baue oder Radverkehrswege ich baue, desto mehr Radverkehr generiere ich. Also die Angebotstheorie hat da tatsächlich ihre Berechtigung. Wir müssen mehr akzeptable, auch preiswerte Angebote schaffen. Die Preisexplosion, Tarifexplosion bei der Bahn. Ich will jetzt nicht in die goldenen Zeiten zurück, als es noch den sogenannten Karnickelpass gab, benannt nach dem baden-württembergischen Verkehrsminister Würmeling, drei oder mehr Kinder und man bekam die Bahncard
Würmelingen, genau. Das ist vorbei, das ist vielleicht auch ein Relikt der Vergangenheit, was sozialpolitisch motiviert war, familienpolitisch motiviert war, aber wir könnten noch sehr viel mehr tun, um auch gerade Bevölkerungsgruppen an die Bahn heranzuführen, die im sozioökonomischen Statusgefüge weiter unten stehen. Ich hätte mal eine Frage an beide, und zwar, ich finde es ja immer hilfreich, dass man sich in anderen Ländern umguckt, was da so passiert. Man kann ja immer von anderen Ländern lernen. Gibt es Negativbeispiele, kann man immer finden, aber gibt es jetzt ein Positivbeispiel, Herr Gastel, wo Sie sagen würde, das finde ich gut, in die Richtung möchte ich gehen? Die gleiche Frage an den N-Gartner. Also, ich gehe da gerne drauf ein, weil ich finde, dass hier jetzt gerade vom Herrn Engartner ein paar Sachen aus meiner Sicht durcheinander gebracht oder vereinfacht worden sind. Der Verweis auf UK beispielsweise. Diese Vergleiche mit anderen Ländern sind immer sehr beliebt, aber sie sind auch hochproblematisch, weil die Vergleiche nicht immer zulässig sind. In UK ist genau das gemacht worden, was wir ausdrücklich ablehnen. Es ist nämlich Infrastruktur privatisiert worden, es ist versucht worden, damit Gewinne zu erwirtschaften, es wurde zu wenig investiert. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was wir wollen. Das Rad ist dann aber auch wieder zum Glück zurückgedreht worden, und in UK gibt es oder gab es vor Corona ein stärkeres Wachstum auf der Schiene als in Deutschland. Also da haben sich viele Dinge positiver entwickelt als bei uns. Nichtsdestotrotz finde ich solche Vergleiche immer sehr schwierig, denn es sind eben immer sehr viele Faktoren, die Einfluss nehmen darauf, ob eine Bahn gut oder nicht gut funktioniert. Und es ist am allerwenigsten die Organisation der jeweiligen Staatsform und die Frage, ist Infrastruktur beim Staatsunternehmen oder ist es getrennt? Es sind meistens ganz andere Punkte, die mindestens genauso wichtig sind und in Summe wichtiger sind als die Struktur des jeweiligen Staatsunternehmens. Also da geht es zum Beispiel um die Frage, wie viel investiert der Staat in die Infrastruktur? Ja? Geht mehr in die Schiene als in die Straße? Wie ist der Zustand der Infrastruktur? Ist es eine moderne, verlässliche Infrastruktur? Wird die Straße, wird der Flugverkehr subventioniert oder weniger subventioniert als bei uns? Wie ist die gesellschaftliche Akzeptanz der Bahn? Die ist zum Beispiel in der Schweiz viel höher als bei uns. In der Schweiz sind die Menschen stolz auf ihre Bahn. Und bei uns wird immer gelästert und geschumpfen. Ja? So kann natürlich eine Verkehrswende nicht gelingen, wenn das Image eines Verkehrsträgers, das wir gerne stärker genutzt haben wollen, so schlecht ist und gleichzeitig die Autozentrierung in einer Gesellschaft so hoch ist, wie sie bei uns in Deutschland leider der Fall ist. Also das heißt nochmal, die Bahnstruktur, wie ein Bahnunternehmen strukturiert ist, das ist nur einer von vielen Aspekten, und deswegen ist der Blick in die anderen Länder immer äußerst komplex. Wir haben auch erfolgreiche Bahnstrukturen mit Trennung von Netz und Betrieb, beispielsweise in Schweden. Aber der Erfolg, wie gesagt, der muss nicht daran hängen, ob das eine getrennte Sache ist oder nicht getrennt, ob integriert oder getrennt, sondern es gibt eben ganz, ganz viele andere Punkte. Und bei den Wettbewerbsfragen, was Auto, Flugzeug und so weiter angeht, LKW ist auch immer wichtig. Da gebe ich Herrn Engartner recht mit dem, was er gesagt hat. Deswegen brauche ich an der Stelle auch gar nicht mehr drauf einzugehen. Also das heißt, der Blick ins Ausland ist interessant, aber man muss mehr anschauen als nur die Struktur eines Bahnunternehmens. Aber ich würde ganz gerne die Situation in Großbritannien, UK verstehen. Da ist die Infrastruktur privatisiert worden, das ist wieder renationalisiert worden, und der Betrieb ist weiterhin in Wettbewerb und oder wie ist das da aktuell in Großbritannien? Nach der Privatisierung im Jahre 97, als man British Rail in 106 Subunternehmen oder Einzelunternehmen zerschlagen hat, daraus sind dann mehr als 2000 Subunternehmen hervorgegangen, gibt es da ein veritables Geschäft mit sogenannten Franchises. Das ist näherungsweise vergleichbar mit dem, was wir im Schienenpersonennahverkehr in Deutschland haben, also mit der Vergabe von Lizenzen für 10, 15, 20 Jahre. Und was man da sehen kann, also man kann das positiv finden, dass das Wembley-Stadion als späte Rache für 66 jetzt wieder von der Deutschen Bahn AG angefahren wird, also von einer Tochterunternehmung, Arriva, dass es da Gebietsmonopole gibt, dass da zum Beispiel Arriva gezielt den Busverkehr, den Bahnverkehr betreibt und so gebietsmonopolartige Strukturen herausgehoben hat.
Jetzt würde ich natürlich auch sagen, ohne jetzt traue keiner Statistik, sei denn du hast sie selbst gefälscht, das Wort reden zu wollen, dieser Losung, doch darauf hinweisen, dass natürlich auch das Ausgangsniveau sehr entscheidend ist für die Wachstums- oder Wachstumsraten. Der Schienenverkehr in Großbritannien ist maßgeblich im Großraum London gewachsen, also in der Greater London Area, weil es dort ein erhöhtes Pendelaufkommen gab, was bedingt war durch die City-Maut in London und so weiter. Also viele Pendler, die aus den umliegenden Städten oder Gemeinden nach London reinpendeln mussten in die City oder reinpendeln müssen nach wie vor. Ich würde als Referenzland immer die Schweiz nehmen. Hartmut Meder hat mal gesagt, das ist ein besseres S-Bahn-System, mehr nicht. Da hat er, wenn man das ketzerisch wenden will, vielleicht recht. Die haben keine Hochgeschwindigkeitsstrecken, wie wir sie haben, wo der ICE mit 320 Stundenkilometern fährt. Aber die haben durchaus einen integralen Taktfahrplan, wie er ja auch hierzulande jetzt angestrebt wird, mit einer sehr präzisen und wirklich auf die Minute genauen Abstimmung der Postbusse auf die ankommenden Züge, also wirklich vorbildlich. Interessant, da hat Herr Gastel recht, ist natürlich die Tatsache, dass die Investitionsquote pro Streckenkilometer in der Schweiz fast nur halb so hoch ist wie bei uns. Also der Streckenkilometer kostet da nur die Hälfte. Und das ist erstaunlich, weil die Topografie der Schweiz, auch wenn man kein Alpinurlauber ist, weiß man das, die Topografie der Schweiz ja eigentlich sehr viel herausfordernder ist als die bei uns. Und trotzdem schaffen die es, preiswerter zu bauen, sehr viel kürzere, stringentere Planungsverfahren und aber auch ein eindeutiges Bekenntnis der Politik. Und Benedikt Weibel, dessen Popularitätswerte, der langjährige SBB-Chef, 18 Jahre lang, die Popularitätswerte verhielten sich komplett umgekehrt zu denen der Bahnchefs hierzulande. Also wenn der sich zum Bundespräsidenten hätte wählen lassen wollen, wäre er sofort gewählt worden. Große Probleme haben nie eine Antwort. Da ist natürlich Herrn Gastel recht zu geben. Deswegen ist es multifaktoriell. Aber ein zentraler Punkt ist auch der, dass es nach meinem Dafürhalten eine Staatsbahn ist. Also nach meinem Dafürhalten ein zentraler Punkt ist, dass es eine Staatsbahn ist, steuerfinanziert und von einem breiten Echo aus der Bevölkerung getragen und natürlich auch von einer sehr soliden, weitsichtigen Politik, die es nie darauf abgesehen hat, bestimmte Streckenabschnitte stillzulegen. Wie gesagt, die Entwidmung von Bahntrassen in Deutschland ist ein Riesenproblem bei der Revitalisierung des Schienengüterverkehrs oder auch des Schienenpersonenverkehrs. Wir haben jetzt wieder, nur das letzten Punkt vielleicht noch, wir haben ja auch ein Personalproblem, was ja anklang bei den Lok- und Triebwerkschäden. Mitunter haben Sie auch die Durchsage wahrscheinlich schon gehört, dass der Lokführer noch eintreffen muss, bevor die Bahn weiterfahren kann. Das liegt in der Tat an einem massiven Personalmangel bei der Bahn. Und die Deutsche Bahn AG hat ja jetzt begonnen, wieder Eisenbahnerwohnungen zu bauen und anzumieten, um das für bestimmte Personengruppen wieder attraktiv zu machen, das Berufsfeld des Eisenbahners, der Eisenbahnerin. Das war ja unter Zeiten von Helmut Kohl mit dem großflächigen Verkaufen aller Eisenbahnerwohnungen, wo es ja auch durchaus Vorwürfe gab, dass es da nicht ganz sauber zugegangen sei bei den Verkaufsmodalitäten zugunsten der CDU-Kassen. War damals der Common Sense. Wir müssen uns von den Eisenbahnerwohnungen trennen. Mittlerweile gibt es wieder eine Renaissance und da gibt es gute Gründe für, wenn man den Personalmangel bei den Bahngesellschaften einhegen möchte. Ja, ich hätte darauf wetten können, dass Sie die Schweiz als Positivbeispiel anführen, wenn ich es richtig verstanden habe. Über Großbritannien kann man sich ein bisschen streiten, ob das jetzt ein gutes Beispiel für Trennung von Infrastruktur und Betrieb ist. Aber ich habe eben für das Stichwort Schweden. Gibt es da die Trennung zwischen Infrastruktur und Betrieb? Gibt es da einen Wettbewerb beim Betrieb und wie funktioniert das da? Ja, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet, jetzt über Schweden zu referieren. Ich habe mir dort das Bahnsystem auch nie angeschaut, aber wir hatten mal beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags ein Gutachten in Auftrag gegeben, wo ich verschiedene Strukturen in den Ländern mal habe untersuchen und darlegen lassen. Und da ist schon deutlich geworden, das Ganze ist überhaupt nicht vergleichbar, weil einfach die Ausgangsbedingungen unterschiedlich sind und die sich an unterschiedlichen Stellen unterscheiden und es sehr, sehr weit führen würde, da jetzt Rückschlüsse draus ziehen zu wollen, was jetzt ursächlich ist für Erfolg oder Misserfolg. Aber ja, es ist so, in der Schweiz gibt es eine vollständige Trennung von Infrastruktur und Verkehr. Es gab auch dann mal eine Analyse der EU. Es gab dann auch mal eine Analyse der EU,
was die Effizienz verschiedener Bahnländer angeht. Und die sind damals zum Ergebnis gekommen, dass in Schweden sehr effizient Bahnverkehr organisiert wird und dass der Bahnverkehr auch sehr pünktlich fährt. Ja. Aber wie gesagt, ich mache mir das jetzt nicht zu eigen, zu sagen, an Schweden sieht man, dass es funktioniert. Man sieht an Schweden, dass es funktionieren kann. Aber es hängt halt immer von den Rahmenbedingungen ab. Und wir hatten jetzt über UK diskutiert und wir hatten jetzt festgestellt, da ist die Infrastruktur mal privatisiert worden, um Gewinne zu erwirtschaften und zu wenig investiert worden in der Zeit. Die Infrastruktur ging dann zurück in Staatshände. Es ist aber trotzdem nicht mehr investiert worden. Ja, zunächst mal. Und auch das zeigt nochmal, das hängt nicht alles zwingend davon ab, in welcher Struktur sich was befindet. Ja, man kann Infrastruktur privatwirtschaftlich kaputt sparen und man kann es auch in Staatshand kaputt sparen. Ja, das ist immer nur bedingt eine Frage der Struktur, sondern es ist immer eine Frage der Wertigkeit. Was ist uns eine Infrastruktur wert? Wie wichtig ist die uns? Und was ist man bereit dafür bereitzustellen? Und in der Schweiz gibt man eben mehr Geld pro Kopf in die Schieneninfrastruktur als in Deutschland. Und in Deutschland hat man eben bisher zumindest lieber Straßen gebaut als in Schienenwege investiert. Man muss dann nun mal gucken, wie der Bundesverkehrswegeplan aussieht. Schauen wir mal bei uns, und ich nehme an, die meisten, die hier dabei sind, sind aus Baden-Württemberg, gehen wir ganz in den Süden an den schönen Bodensee. Die Bodensee-Gürtelbahn, also am Bodenseeufer entlang zwischen Radolfzell und Friedrichshafen, auch weiter nach Lindau, ist eingleisig. Das Land Baden-Württemberg hat diese Strecke zum Ausbau angemeldet für den Bundesverkehrswegeplan, ist abgelehnt worden vom Bund vor Jahren, 2016 war das, glaube ich, und es hieß dann, eingleisig reicht. Und parallel dazu, unmittelbar parallel dazu, wird die B31 drei- bis vierspurig ausgebaut. Ja? Ja. Also das heißt, auf derselben Relation, auf derselben Verbindung wird die Straße ausgebaut und die Schiene bleibt eingleisig. Und wenn eben die Prioritäten genau so gesetzt werden, dann brauchen wir nicht über Struktur bei der Deutschen Bahn zu reden, sondern dann sind die Fehler wo ganz anders. Ich habe jetzt meinen Vorschlag, würden ganz kurz dieses Slido einblenden, dass die Leute sehen können, wie sie Fragen stellen. Ich hätte dann noch zum Schluss einen Fragenkomplex, nämlich zu dem Konzern, die Bahn, Deutsche Bahn, was wir mit dem eigentlich machen. Also, wenn Sie Fragen stellen wollen, dann gehen Sie ins Internet, da sind Sie ja sowieso, auf slido.com, Hashtag 138480. Dort finden Sie dieses Webinar und Sie können dann Fragen einstellen, die wir dann gleich einblenden werden und an die beiden Referenten weitergeben. Also slido.com, slido.com, Hashtag 138480. Ich würde jetzt gerne noch, was ich in der Vorbereitung dieser Veranstaltung gefragt habe, es gibt ja, ich denke, das wissen die wenigsten, irgendwie weiß man das so ein bisschen, aber die Bahn, der Konzern ist ja wirklich weltweit tätig und macht alle möglichen Geschäfte, die man gut oder nicht gut finden kann. Wäre das nicht sinnvoll, dass man sagt, okay, diesen ganzen, ich formuliere das mal etwas salopp, Krempel packen wir, bringen wir auch an die Börse, nehmen Geld ein und die Bahn konzentriert sich ansonsten auf, was weiß ich, denn, ob das nun eine Einheit ist, Betrieb und Netz, wie das Herr Engartner vorschlägt oder wie Herr Gassel vorschlägt, wir trennen Betrieb und Netz. Das ist dann in der Bahn, so wie wir brauchen, enthalten. Aber den Rest bringen wir an die Börse, privatisieren sie, soll passieren mit was will. Das betrifft nicht mehr unser Kerngeschäft. Ist das ein Weg, den man gehen könnte, sollte oder ist der falsch? Was ich nicht anfangen will. Ich habe da nichts zu entscheiden, aber meine Präferenz wäre das, dass die Bahn das betreibt, was man die Konzentration auf das Kerngeschäft nennt. Und das wird ja auch diskutiert, also der Verkauf von Arriva zum Beispiel stand ja mal kurz bevor. Herr Gastel weiß bestimmt Näheres darüber, wie weit da die Überlegungen gediehen sind. Ich hätte da eine Präferenz für, weil die Bahn nicht, die Deutsche Bahn nicht auf internationale Shoppingtour gehen soll mit der Bonität der Bundesrepublik Deutschland im Rücken. Kein Zitat von mir, sondern vom vormaligen verkehrspolitischen Sprecher der FDP, Bundestagsfraktion. Das wäre durchaus in meinem Sinne und vielleicht findet das auch im parlamentarischen Raum auf Bundesebene eine entsprechende Mehrheit.
Das Problem ist, dass die Deutsche Bahn AG natürlich bis zum Knöchel in Schulden steckt. Nach den 2 Jahren Corona-Pandemie noch sehr viel mehr. Das heißt, man müsste schon sicherstellen, dass die Einnahmen dann auch reinvestiert werden und nicht zum Schuldentilgen verwandt werden. Da würde ich auch an der Stelle sagen, man kommt ja dieser Tage um das Thema der Ukraine nicht herum. Wenn wir in der Lage sind, 100 Milliarden Euro Sondervermögen zu heben zur Remilitarisierung, dann sollten wir auch in der Lage sein, dem fatalen Klimawandel zu begegnen, indem wir vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung Geld aufnehmen, um die Bahn nicht nur fürs 21. Jahrhundert fit zu machen, wie man in so Werbebroschüren gerne liest, sondern um tatsächlich wegweisend Investitionen zugunsten einer Verkehrswende zu tätigen. Geld ist wahrscheinlich, Also. also zumindest alles, was ich gelernt habe, nicht das Problem, sondern das hat ja auch Herr Gassel erwähnt, man muss die Leute dann finden. Ne? Und das ist ein langfristiger Prozess, die das Ganze dann richtig aufbauen. Die Was sagen Sie, Deutsche Herr Bahn, Gassel? ja, die Deutsche Bahn hat 600 oder 700 Konzerntöchter und Beteiligungen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und da gehören eben auch Unternehmen dazu mit wenig Synergieeffekten. Also ich sage deswegen auch immer Konzentration aufs Kerngeschäft, Eisenbahn in Deutschland, gerne auch in den benachbarten europäischen Ländern. Also es soll ja nicht so sein, dass die Deutsche Bahn nicht nach Paris fahren darf oder nicht nach Wien fahren darf. Wir wollen ja auch umsteigefreie Verbindungen, dann muss es natürlich auch ins Ausland gehen dürfen. Aber das Thema Arriva ist kein gutes Geschäft für die Deutsche Bahn gewesen. Wir als Grüne hatten schon vor vielen Jahren gefordert, zu verkaufen. Es wäre aus jetziger Sicht gut gewesen, man hätte es rechtzeitig getan. Jetzt ist der Kurs so schlecht, dass man das Unternehmen nicht verkaufen kann. Bei Schenker ist der Kurs jetzt gut, deswegen sind wir auch dafür, dieses Unternehmen zu verkaufen. Es ist übrigens durchaus bedauerlich, dass es da ka kaum Synergieeffekte gibt, denn LKW und Schiene können sich auch ergänzen. Ja, es ist ja nicht überall ein Gleis, dass man über die Schiene fahren kann. Aber wenn dann der LKW eingesetzt würde, um dann die Güter auf den Rangierbahnhof zu fahren, dann wäre das ja eine gute Kombi. Das ist aber nicht so, denn Schenker hat null Interesse an der Schiene. Die allermeisten Logistikstandorte von Schenker haben keinen Gleisanschluss. Auch die, die in den letzten Jahren neu gebaut wurde oder ausgebaut wurden, sind ohne Gleisanschluss. Der Synergieeffekt zwischen Schenker und Deutscher Bahn liegt bei 0,7%, hat mal das Handelsblatt ausgerechnet. Also das heißt, so gut wie nichts geht über die Schiene. Es ist eine reine LKW- und Seeschifffahrt- und Luftfrachtunternehmung. Macht zwar im Moment Gewinne, aber da stehen in den nächsten Jahren sehr, sehr hohe Investitionen an. Und ich möchte nicht, weil ich es nicht begründen kann, dass der deutsche Bürger, die deutsche Bürgerin Eigentümerin oder Eigentümer einer LKW-Spedition ist. Dafür gibt es keinen Grund. Dafür gibt es keinen Grund. Das können doch andere privat auch organisieren. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Deutsche Bahn mehr aufs Kerngeschäft konzentriert. Ich halte auch, oder ich kann mir auch schwer vorstellen, wie ein Management einen Konzern leitet mit 700 Konzernbeteiligungen und Töchtern. Da ist man doch mit allem beschäftigt jeden Tag, aber nicht unbedingt sich ums Kerngeschäft zu kümmern. Das kann gar nicht funktionieren. Entweder vernachlässigt man die Töchter oder das Kerngeschäft, aber allem sich gleichermaßen intensiv zu widmen, ist bei dieser unübersichtlichen Gemengelage schlicht und ergreifend unmöglich. Die Erlöse könnte man natürlich auch gut brauchen. Aber das Organigramm mit 600 Beteiligungen, da kann man natürlich ganz stolz drauf sein. Okay, jetzt weiß ich nicht, Markus, mein Kollege Markus Brian vom Vorstand der Freiburg Diskurse arbeitet ja im Hintergrund, ob wir jetzt Fragen haben, die wir einblenden können. Christian@sbb. Also, die Leute, die Fragen werden eingeblendet, die werden dann auch ein bisschen bewertet und dann rutscht das, was die meisten Bewertungen bekommen, nach oben. Im Augenblick haben wir zwei von Christian@sbb. Frage an den grünen Politiker: In der Schweiz ist die Lkw-Maut recht teuer, sodass sich Rohlars und Güterverkehr recht gut lohnen. Was ist Rohlars? Das ist die rollende Landstraße. Also das Ach, die rollende bedeutet, Landstraße. genau, der Okay. Unterschied oder das Besondere an der rollenden Landstraße ist, dass der gesamte LKW auf Niederflurwagen gefahren wird und die Fahrer fahren dann in diesem Zug mit.
Und dann geht der LKW irgendwo wieder runter und es wird wieder weitergefahren auf der Straße. Ich habe mir das in Freiburg angeguckt und ich habe mir das vor ein paar Wochen auch in Tirol angeguckt, in Österreich. Die rollende Landstraße kann jetzt nicht vollständig überzeugen, denn es ist auch eine Ressourcenvergeudung knapper Schienenkapazitäten, wenn halt ein Drittel durch die Fahrerkabinen der LKW drauf geht. Also das heißt, man könnte, wenn Container verladen werden, die Trassenkapazitäten wesentlich effizienter nutzen. Und es ist außerdem so, dass die rollende Landstraße deswegen für einige Logistikunternehmen interessant ist, weil die Lkw-Fahrer dann ihre Pausenzeiten auf dem Zug verbringen können und die Ware sozusagen permanent in Bewegung ist und man nicht an einem Rastplatz eine Stunde Pause machen muss. Ja. Nichtsdestotrotz ist es für manche Dinge eine gute Lösung über den Brennerpass oder auf den Brennerpass hoch beispielsweise. Und wir unterstützen das so, wie es das jetzt gibt, aber wir sehen da jetzt nicht das riesengroße Potenzial, das auszuweiten. Der zweite Teil oder ein Teil der Frage bezieht sich auf die Lkw-Maut. Die Lkw-Maut in der Schweiz ist in der Tat wesentlich höher. Im alten querenden Verkehr hat die Schweiz einen sensationellen Bahnanteil von 70% der alten querende Verkehr. Da kümmere ich mich schon seit Jahren drum, weil ich ein Freund der Alpen und des Naturraums der Alpen bin und ich da immer Zustände kriege, wenn ich sehe, wie sich da die Lkw mit ihren Abgasschwaden und dem Lärm, den sie produzieren, über die Alpenpässe und die Brennerautobahnen und so weiter durch Schweiz und Österreich quälen und die Täler kaputt machen. Die Schweiz geht natürlich den richtigen Weg, sie ist aber auch nicht in der EU, die kann die Lkw-Preise festlegen, wie sie möchte. Jetzt gibt es aber auch mit dem EU-Recht die Möglichkeit, die Lkw-Maut zu erhöhen. Und Deutschland wird von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Da geht es konkret um die Anlastung von Klimaschäden, indem dann die Klimaschäden in die Lkw-Maut eingepreist werden. Also auch bei uns in Deutschland wird die Lkw-Maut teurer werden. Wir werden außerdem die Lkw-Maut auch auf kleinere Lkw anwenden, was im Moment noch nicht der Fall ist. Und das ist eine große Unterstützung auch von Österreich und der Schweiz, die massiv unter den alten querenden Lkw-Verkehren zu leiden haben. Man sieht übrigens hier, dass viele Lkw dann eben durch Österreich fahren, weil es in der Schweiz zu teuer ist. Und jetzt hat Österreich und Deutschland die Möglichkeit, ebenfalls die Lkw-Maut hochzusetzen. Und das ist auf jeden Fall etwas, das wir möglichst schnell umsetzen wollen. Okay, dann gibt es hier einen Punkt, das können wir eigentlich relativ schnell erledigen. Da steht, die Bahn privatisieren, russische oder chinesische Investoren stehen sicher bereit. Sorry, dümmer geht's nicht. Ich glaube, keiner von Ihnen hat vor, die Bahn zu privatisieren, oder habe ich das was falsch verstanden? Nein, ich will aber nur nochmal nach. Nein, steht nicht zur Diskussion, habe ich ja ausführlich erklärt. Insofern. Sie sind nur für einen Wettbewerb, also es gäbe dann einen Wettbewerb zum Beispiel zwischen der Bahn, die weiterhin im Staatseigentum bleibt, und Deutschen Bahn, anderen Bahnunternehmen, ja. Genau. Herr Engartner? Ja, ich will nur, also ich halte das jetzt auch nicht für eine realistische Option oder für ein realistisches Szenario, aber Fakt ist ja nun mal auch, dass der Börsengang der Deutschen Bahn AG eigentlich nur an der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 fortfolgende gescheitert ist, weil Peer Steinbrück die daraus zu erzielenden Einnahmen für nicht auskömmlich gehalten hat. Also ich will jetzt kein SPD-Bashing betreiben, aber lange Zeit war es bis in weite Bereiche der SPD hinein en vogue, um nicht zu sagen mehrheitsfähig, dass man sich von der Bahn, die ja schon materiell privatisiert ist, sie ist ja eine Aktiengesellschaft, auch über eine materielle Privatisierung, sprich einen Börsengang, Erlöse erhofft hat. Und dass andere konkurrierende Betreibergesellschaften, Bahnunternehmen, auch aus russischen oder chinesischen, russische Investoren sind gerade wahrscheinlich nicht zu erwarten, aber chinesische Investoren, dass die aktiv werden, wie in anderen Teilbereichen der Mobilität und Logistik auch, ist ja nicht ausgeschlossen. Also ich weiß aber, ich finde das etwas krude, den Hinweis, weil also mir ist es fast egal, wo die Investoren herkommen. Mir geht es darum, dass da eine Gewinnorientierung mit einhergeht. Und dass die Verpflichtung auf das Gemeinwohl nicht im Mittelpunkt steht. Das ist aber bei dem Investor gleich, wo er herkommt, der Fall. Man kann natürlich noch weitere Gründe wie Menschenrechtsverletzungen und so weiter anführen. Deswegen ist vielleicht der Hinweis hier auf Russland und China erfolgt. Okay, also bislang kann man ja sagen, sowohl russische als auch chinesische Investoren, die stehen nicht Schlange, um Bahnverkehr hier organisieren zu können.
Sie würden gerne, also vor allem die Chinesen, sie würden gerne ihre Züge hier verkaufen auf dem europäischen Markt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Gut, dann denke ich mal, können wir den Punkt weglegen. Jetzt haben wir als nächstes, wie soll der Deutschland-Takt auf der Rheinlandstrecke umgesetzt werden, wenn Ausbau der Infrastruktur nicht vor 2038 fertiggestellt sein wird? Drittes oder viertes Gleis. Das ist eine Frage, die interpretiere ich als Frage an mich. Ja, das ist in der Tat ein Dilemma und ein Trauerspiel, wie lange der Ausbau der Rheintalbahn dauert. Und der ist in der Tat notwendig für den Deutschlandtakt, damit es mit dem Umsteigen in Karlsruhe, Freiburg und Basel entsprechend funktioniert. Aber man muss sagen, Deutschlandtakt ist ein Modell, ein Betriebsmodell, das ohnehin nur schrittweise umgesetzt werden kann. Hat die Schweiz auch nicht anders gemacht. Auch die Schweiz hat mit einer wesentlich größeren Entschlossenheit, als wir in Deutschland es bisher gemacht haben, ihren integralen Taktfahrplan nicht von heute auf morgen umgesetzt, sondern einfach dort Schritt für Schritt, wo eben die Infrastruktur dafür schon vorhanden war, es möglich zu machen. Wir werden es in Deutschland genauso machen. Und ich hoffe, dass dann 2038 wirklich der Abschluss des Deutschlandtaktes ist. Okay, inwieweit behindern die früher streckennahen Grundstücke, also die früher streckennahen Grundstücke muss es heißen, und die sind eben verkauft worden, heute einen nötigen Streckenausbau? Ja, massiv, um das kurz und pauschal zu beantworten. Sie können da nicht ohne weitreichende Begründung Privateigentum, also Grundstücke, die in Privateigentum befinden, wieder verstaatlichen. Also es gibt ja den Passus im Grundgesetz, wonach das zusätzlich ist in Ausnahmefällen, aber es ist ausgesprochen schwierig und vor allen Dingen auch teuer, ne? Es gibt ja, Herr Gastell weiß das besser einzuordnen, vermute ich, vor dem Hintergrund seine Aktivitäten im Umfeld der Stuttgart 21-Proteste, aber dass der Verkauf des oberflächigen Bahnareals auch ein weiterer Grund war, für die Bahn den Bahnhof in Tieflage zu bringen, wird ja allenthalben kolportiert, dass da also ein Möbelhaus drauf entstehen sollte und so weiter. Dass man das alles verkauft hat für 1, für über 1 Milliarde, war mal, stand mal im Raum, das oberflächliche Bahnareal, dass das sehr attraktiv für die Bahn war. Und Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn man sowas zurückkaufen wollte, auch die Bahnhofsgebäude, die längst auch in meiner Heimatstadt an der deutsch-holländischen Grenze längst an Privatleute verkauft worden sind, da wird man nicht so einfach wieder eine Verstaatlichung hinbekommen. Also langwierig und leider sind die Planungsverfahren in Deutschland ja sehr langwierig und deswegen ist eine Revitalisierung des Streckenausbaus oder der Strecken für den Bahnverkehr nicht so ohne weiteres möglich. Neben vielen Hinderungsgründen anderer Art ist das mit Sicherheit ein sehr zentraler. Also in meiner Wahrnehmung, ich habe da jetzt keine Statistiken vorliegen, ist das Problem mit den Grundstücken am häufigsten dort zu finden, wo man heute gerne stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren würde. Ja, weil dann halt oft irgendwie ein Aldi draufsteht oder Gartengrundstücke ausgeweitet wurden, weil die mal verkauft wurden, diese Flächen. Oder aber auch an Bahnhöfen. Ja, wenn man heute den Bedarf feststellt, einen zusätzlichen Bahnsteig zu benötigen für die Ausweitung von Angeboten, dann fehlt die Fläche, die eben mal früher zur Verfügung gestanden hat. In welchem Ausmaß das Problem besteht, kann ich jetzt nicht quantifizieren, aber manche Verkäufe rächen sich heute. Ich denke, da steckt halt auch eine falsche Politik oder ein falsches Verständnis von Staatsschulden dahinter, dass man meinte, man muss die Staatsschulden, die Bahn ist ja in gewisser Weise ein Staatsunternehmen, herunterfahren, indem man halt alles, was man irgendwie hat, von dem man meint, man braucht es nicht mehr, liquidiert. Und heute haben wir halt das Problem dann. Verkauf des Gut, dann machen Tafelnummers. wir weiter. Entschuldigung. Der Schienenverkehr ist ein zentrales Element, um sich den Klimazielen anzunähern. Wie wollen Sie eine größere Akzeptanz des Bahnverkehrs erreichen? Das geht an Herrn Gastel, glaube ich, die Frage. Sie heißen, ja, Entschuldigung. Ich finde, ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass wenn da irgendwo in der Frage Regierung steht, dass ich dann angesprochen Ja. bin. Das war jetzt 8 Jahre lang anders. Also natürlich durch bessere Angebote. Ja, aber ich sage auch jetzt ich als Bahnpolitiker, ich würde viel häufiger in die Presse kommen, wenn ich häufiger über die Deutsche Bahn schimpfen würde.
Ja, das ist eigentlich das, was die Medien immer gerne hören wollen, draufzuhauen, wenn was nicht gut läuft. Ich bin mir aber bewusst, dass jedes Mal draufhauen und jedes Mal Kritik üben immer auch das Image der Bahn eben negativ beeinträchtigt und für manche Leute immer eine billige Ausrede ist. Ich würde ja gerne mit der Bahn statt mit dem Auto fahren, aber man liest ja ständig, dass da nichts funktioniert. Also das heißt, wir alle stehen da auch ein Stück weit in der Verantwortung, wie wir über Bahn, Bahnangebote, Verlässlichkeit und so weiter reden. Ja, umso mehr geschumpfen wird, umso mehr wirkt sich das halt auch auf die aus, die vielleicht mal auch mit der Bahn fahren probieren würden, aber einfach zu oft andere hören, die immer nur schimpfen. Und das Angebot auszubauen, mit einer besseren Infrastruktur, dafür zu sorgen, dass die Angebote besser und zuverlässiger werden, das sind natürlich klassisch politische Verantwortlichkeiten, die wir gerne wahrnehmen wollen. Gut, jetzt haben wir noch eine Frage, die geht ein bisschen. Was sagen Sie zu den großen bürokratischen Hürden der Streckenreaktivierung? Ich weiß halt nicht, was damit konkret gemeint ist. Ich weiß nicht, ob von Ihnen das jemand weiß. Gut, da kann viel gemeint sein. Ich kann da schon ein bisschen was mit anfangen oder mir was drunter vorstellen unter dieser Fragestellung. Also zunächst mal ist wichtig, dass wir Streckenstilllegungen und Streckenentwidmungen deutlich erschweren. Ja, weil sobald eine Strecke stillgelegt ist, ist die Reaktivierung schwierig und wenn eine Strecke entwidmet ist, dann ist es eigentlich sowieso keine Reaktivierung, sondern ein kompletter Neubau mit allen Dingen, die dann von null aus beginnen, weil wenn eine Strecke entwidmet ist, dann ist sie rechtlich ja gar nicht mehr existent, dann kann man nicht auf irgendetwas zurückgreifen, das mal da gewesen ist, rechtlich gesehen. Also das heißt, weniger Strecken stilllegen, mehr erhalten, dann kann man auch wieder bessere Angebote in kürzerer Zeit herstellen. Aber wir wollen auch, wie gesagt, mehr über Plangenehmigungs- statt Planfeststellungsverfahren machen. Das geht einfach schneller, dann das Baurecht herzustellen. Wir schaffen jetzt gerade weitere Verbesserungen bei Finanzierungsinstrumenten nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, damit dann dieses hier entsprechend schneller geht. Wir versuchen, Naturschutzrecht ja, ich sag mal, zwischen den Ländern, aber auch auf Bundesebene besser abzustimmen, besser zu vereinheitlichen, damit da keine doppelten Untersuchungen beispielsweise gemacht werden müssen, engere Verzahnung von verschiedenen Planungsverfahren und Beteiligungsprozessen. Also man kann da eine ganze Menge machen, um das zu beschleunigen. Übrigens ist Baden-Württemberg bundesweit mit riesengroßem Abstand Vorbild bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, also kein Land geht da so systematisch vor. Ich war jetzt erst vorletzte Woche zum Beispiel an der Hermann-Hesse-Bahn, wo gerade die stillgelegte Strecke wiederhergestellt wird. Das ist eine Strecke, die in den Schwarzwald reinführt. Das sind ganz, ganz wichtige Maßnahmen, die Bahn wieder in die Fläche näher zu den Menschen zu bringen. Okay, dann machen wir da mal einen Punkt. Ich denke, die nächste Frage, das weiß nicht, das ist wahrscheinlich, ich lese sie nochmal vor, aber ich befürchte, man kann nichts mehr machen. Es ist ja gesichert, dass die Folgen von S21 im Widerspruch zu mehr Bahn steht. Infrastruktur wird zurückgebaut. Warum stoppt die Bundesregierung da nicht S21? Ja, das ist zunächst mal relativ einfach gesagt, aus zwei Gründen. Zum einen, weil Stuttgart 21 viel zu weit fortgeschritten ist im Bau. Und zum anderen, weil Stuttgart 21 kein Projekt des Bundes ist, sondern ein Projekt von verschiedenen Projektpartnern. Und der Bund da gar nicht beteiligt ist, außer indirekt über die Deutsche Bahn. Und in, also das, in, wir haben sozusagen, um das noch, wir haben das sozusagen, wir haben sozusagen den letzten realistischen Zeitpunkt zum Ausstieg aus diesem Projekt versäumt. Das ist traurig und bedauerlich. Wir versuchen jetzt eben nachträglich die Infrastruktur zu erweitern. Wir haben zum Beispiel anstatt der kleinen Wendlinger Kurve jetzt die große Wendlinger Kurve in Planung. Im Nordzulauf auf den Stuttgarter Hauptbahnhof verlängern wir die Hochgeschwindigkeitsstrecke, schaffen zwei zusätzliche Gleise und auch an anderen Stellen wird versucht, die Infrastruktur zu vergrößern. Es ist aber nicht einfach, ja, weil einfach die Planungen weit sind und weil immer noch die Gräben zwischen ehemaligen Befürwortern und Gegnern immer noch sehr, sehr tief sind. Okay, dann das eine zur Schweiz. Ich glaube, das ist nur ein Hinweis, dass man auch in der Schweiz schnell fahren kann. Also zwischen Olten und Bern fährt man 200 Stundenkilometer und im Gotthardtunnel 300 Kilometer. Also
mehr als S-Bahn. Ich denke, das ist jetzt einfach nur ein Hinweis. Darüber die Frage von Oswald Richter. Herr Wissing fordert weniger, dafür größere Verkehrsverbünde in Deutschland. Wie soll das umgesetzt werden? Das ist doch Aufgabe der Länder. Vielleicht mal kurz erläutern, was ein Verkehrsverbund ist. Ich weiß nicht, wer antworten will. Genau, also der Verkehrsverbund regelt zum Beispiel die Tarifangelegenheiten und das führt eben dazu, wir haben gerade in Baden-Württemberg, ich glaube, 22 Tarifverbünde, in Deutschland mehr als 100. Die haben ihre eigenen Regeln, wie alt darf ein Kind sein, um noch mit dem Kinderticket zu fahren, kostet der Hund was, kostet das Fahrrad was, wie ist überhaupt das Tarifsystem insgesamt aufgebaut und wenn man durch zwei Tarifverbünde fahren möchte, braucht man unter Umständen zwei Tickets, die dann in der Summe viel teurer sind als eines wären. Deswegen ist natürlich ein richtiges Ziel, die Tarifverbünde zu reduzieren. Da hat aber der Bund keinen Einfluss. Muss man klar sagen, nicht einmal das Land kann das ohne weiteres machen. Das Land Baden-Württemberg hat versucht, da finanzielle Anreize zu setzen. Aber auch das ist nicht gelungen. Da sitzen die Verantwortlichen und wollen halt gerne weiterhin ihre Tarife gestalten und sich da nicht reinreden lassen. Also das ist eine politische Botschaft, für die es kein Werkzeug gibt, um das tatsächlich durchzusetzen. Okay, das nächste ist eigentlich mehr eine Feststellung, dass die, ups, jetzt ist was nach oben gesprungen. Ich weiß nicht, ob diese Frage, die finde ich natürlich spannend, ob die jemand von Ihnen beantworten kann. Wie kann es sein, dass der Schienenausbau in der Schweiz günstiger als in Deutschland bei höherem Lohnniveau und schwierigen geografischen Gegebenheiten ist? Weiß das, naja, das jemand beantworten? Also als jemand, der gerade selbst mit dem Bauamt zu tun hat und hatte, hoffentlich demnächst hatte, der FDP-Slogan lautete ja mal, Baugenehmigungen dürfen nicht länger dauern als das Bauen. Es gibt langwierige, belastende Planungsverfahren. Bauen ist teuer in Deutschland und die Schweiz hat eine gewisse Expertise sich drauf geschafft, weil sie auch teilweise originär eigenständig baut innerhalb der SBB mit Tochterunternehmen. Und da haben sie einfach eine Expertise entwickelt, um die topografischen Besonderheiten der Alpenrepublik in den Griff zu bekommen. Effizienteres Bauen, klarere Vorgaben und das interessanterweise auch noch, das muss man auch wissen, eine Entkopplung von Personen- und Güterverkehr, was wir in Deutschland leider auch nicht haben. Also nicht nur, dass teilweise auf Streckenabschnitten Personennah- und Personenfernverkehr dasselbe Gleisbett nutzt, haben wir auch noch das Problem, dass des Nachts meistens die Güterverkehrszüge über die Personenverkehrsstrecken rollen. Das ist in der Schweiz entmischt, also eine Entmischung des Verkehrs und dadurch heben sie Synergien. Wenn der Gleisstrang einmal aufgemacht ist, kann man da eben, will ich sagen, beliebig erweitern, aber man kann doch substanziell erweitern und sie nutzen die Größenvorteile, Economies of Scale, indem sie großflächige Aufträge vergeben und ein klares Konzept haben, wie das funktionieren soll. Okay, ich denke, wir machen noch eine letzte Frage jetzt hier. Das ist nochmal die Grundgesetz verwiesen, dass der Schienenverkehr flächendeckend sein soll. Vielleicht wollen Sie da nochmal was zu sagen, Herr Gassel, wie das. Ja, das mache ich natürlich gerne, zumal der Kollege vorhin, ich gucke gerade auf meinen Mitschrieb, was davon gesagt hat, man darf sich nicht mit im Hinblick auf den Grundgesetzartikel nicht aus der Verantwortung stehlen. Und das tun wir ja eben ausdrücklich nicht, sondern wir wollen ja die Bahn wieder mehr in die Fläche bringen. Ja? Im Regionalverkehr ist es ja ohnehin dadurch, dass die Länder das Geld kriegen, um Regionalverkehr bestellen zu können, der Fall. Und wir fördern auch die Reaktivierung stillgelegter Strecken so gut wie noch nie, mit so viel Geld wie noch nie und mit Förderbedingungen, die noch nie so optimal gewesen sind, wie sie es jetzt gerade sind und die nächsten Wochen und Monate nochmal weiter optimiert werden. Und ich hatte vorhin über den Deutschlandtakt gesprochen. Wir wollen wieder mehr Oberzentren und Großstädte an den Fernverkehr anbinden. Und ich habe drei Varianten genannt, mit denen das geht. Und wir werden uns eben auf eine Variante als Koalition entsprechend verständigen müssen, um wieder die Bahn auch im Fernverkehr mehr in die Fläche zu bringen. Also wir wollen sozusagen die Wege der Menschen zur nächsten Möglichkeit in den Fernverkehrszug steigen, verbessern, die Wege verkürzen. Und das tun wir mit dem Deutschlandtakt, weil der Deutschlandtakt dichtere Takte vorsieht, aber eben auch die Anbindung
von Großstädten, also zum Beispiel Friedrichshafen in Baden-Württemberg, hat keinen Fernverkehr, ist aber ein Oberzentrum und ist sehr, sehr bedeutsam als Knotenpunkt. Und mit dem Deutschlandtakt wird es eben wieder möglich, solche Städte an den Fernverkehr ranzubringen. Okay, ich denke, wir machen noch eine letzte Frage, weil die offensichtlich viele bewegt. Also das ist der Zusammenhang zum Ukraine-Krieg hergestellt. Stehen bei der Bahn die Räder still, wenn der Gashahn zugedreht wird und Strom knapp wird? Also zunächst mal muss man sagen, sehr, sehr wenig Strom wird über Gas erzeugt. Ja? Also wir haben sehr, sehr wenig Gaskraftwerke in Deutschland. Das ist auch so ziemlich das Teuerste, wie man Strom produzieren könnte. Der Bahnstrom ist leider, muss man sagen, weit überdurchschnittlich häufig Kohlestrom, zum Glück aber auch weit überdurchschnittlich viel erneuerbarer Strom. Und die Eisenbahnverkehrsunternehmen, beispielsweise DB Energie als Stromversorger, unternehmen sehr, sehr viel, um die Sicherstellung der Verkehre zu gewährleisten. Mir ist jetzt kein konkretes Szenario bekannt, nachdem die Stromversorgung gefährdet wäre. Aber ich sag mal, wenn von heute auf morgen das Gas fehlt, und es sind jetzt, glaube ich, habe ich heute Morgen gehört, immer noch 35% des Erdgases in Deutschland, das aus Russland kommt, wenn es von heute auf morgen wegfällt, dann kann ich jetzt nicht sagen, dass dann zu jedem Zeitpunkt genügend Gas zur Verfügung steht, weil die Gaskraftwerke dienen ja in erster Linie dafür, dass wenn eben Strommangel da ist, weil der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint und vielleicht jetzt auch noch ein paar Kohlekraftwerke ausgeschaltet sind, um dann schnell hochgefahren zu werden und die Stromversorgung sicherzustellen. Und wenn das nicht mehr möglich wäre, da bin ich jetzt nicht der Energieexperte, um zu sagen, was dann passiert. Aber es wird keine akute Gefährdung gesehen. Und es wurde ja jetzt auch schon die letzten Wochen sehr, sehr viel gemacht, um sich unabhängiger zu machen vom Erdgas aus Russland. Und das ist auch wichtig so. Die Gefahr besteht okay, vielleicht eher spannendes darin, Ding. Ja, Herr Gardner. Gefahr besteht vielleicht darin, dass die steigenden Energiepreise der Bahn vor die Füße fallen und sie darauf zu reagieren hat. Und da ist die Frage, ob das sich dann in steigenden Tarifen oder Entgelten materialisiert oder ob man da eine geeignete Lösung findet, um ähnlich wie die Lkw-Fahrer oder Pkw-Fahrer, die jetzt entlastet werden sollen, auch die Bahnfahrer und Bahnfahrer entlastet. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Vielleicht geht die Frage auch in diese Richtung. Der Bahnstrom, das ist ja ein extra Strom, das ist ja nicht der Strom, den wir als Privathaushalte kaufen, sondern der Strom wird sozusagen extra auf einem extra Markt gehandelt, auch an der Leipziger Börse, aber es ist ein extra Stromtarif. Der ist wesentlich stärker gestiegen als der Haushaltsstrom, den wir kriegen. Wesentlich stärker. Und auch wesentlich stärker als die Dieselpreise. Aber das hat nicht voll durchgeschlagen, weil ein Großteil des Bahnstroms über langfristige Stromlieferverträge abgesichert ist. Das heißt also, der Börsenpreis ist deutlich gestiegen, aber da die meisten Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht an der Börse den Strom aufkaufen, sondern über langfristige Stromlieferverträge feste Tarife haben, schlägt es in der Regel noch nicht durch. Aber absehbar wird es natürlich durchschlagen, weil alle Stromlieferverträge irgendwann auslaufen und dann kann es eben sein, dass dann die Preise deutlich steigen. Wir haben die Bahnbranche deutlich entlastet, jedenfalls und insbesondere die Güterbranche durch eine massive Absenkung der Trassenpreise. Die sind zeitweise in der Corona-Zeit nahezu auf null abgesenkt worden. Und das ist eine erhebliche Entlastung gewesen jetzt in den letzten Monaten. Wie das jetzt weitergeht, wenn die Preise auf dem Börsenpreis dann durchschlagen, das werden wir sehen müssen. Aber wir haben das auf jeden Fall im Blick. Bisher zum Teil massive Steigerungen, aber noch nicht durchgeschlagen. Das könnte sich aber ändern. Und wir haben da auf jeden Fall einen Blick drauf, weil natürlich werden wir die Unternehmen schützen. Gut, auf jeden Fall, wenn der Gashahn sofort abgedreht wird, haben wir mit Sicherheit irgendwelche Probleme. Und da ist ja irgendwo auf jeden Fall. Bundesregierung ja lässt sich jetzt nicht da so sehr unter Druck setzen, dass sie sofort den Gashahn zudreht. Es gibt ja irgendwelche
Modellrechnung von Ökonomen, die meinen, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Finde da eine gewisse Gelassenheit richtig. Ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Es gibt da noch interessante Fragen. Aber ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, dass Sie sich beide ein bisschen zumindest gestritten haben. Ich denke, es besteht Konsens, dass es gut ist, wenn die Infrastruktur, sage ich mal, gemeinwohlorientiert ausgerichtet wird. Die spannende Frage wird, was mit dem Betrieb passiert, ob wir da einem Modell wie in der Schweiz folgen, wo auch alles in Staatshand ist, oder vielleicht muss man sich ja doch mal Schweden genauer angucken, was da los ist, wie das da funktioniert. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir kommen jetzt dann zu unserem Nachspann und wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend nach Köln. Und Sie sind in Stuttgart, Herr Gassel, ne? Ich bin in Filderstadt zu Hause. In der Nähe von Stuttgart, ja, genau. Gut. Also, schönen Abend Ihnen. Schönen Ihnen Abend, danke für die Einladung. Tschüss. Danke, danke. Ciao. Wir bereiten noch Veranstaltungen zur Ukraine vor, aber das ist noch nicht spruchreif, deswegen sehen Sie das hier nicht. Am 5.7. ist eine Veranstaltung, die heißt Der Greis, das Geld und das Chaos. Warum private Altersvorsorge die Finanzmärkte destabilisiert. Das ist mit einer Amerikanerin und einem Deutschen. Die Amerikanerin kann nur Englisch reden, aber wir werden dafür sorgen, dass es jeder versteht, auch kein Deutsch kann, kein Englisch kann. Dann springen wir Ende September. Am 2. Oktober sind die Wahlen in Brasilien. Das wird sehr spannend. Lula, der ja zwischendurch im Gefängnis war, ist wieder zurück. Wir haben einen Referenten gefunden, der uns zum einen erläutert, wie es zu Bolsonaro kam und welche Chancen er dann gegen Lula hat. Dann 30.11., das wird in Berlin stattfinden, die Finanzierung des Sozialstaates. Braucht es eine grundlegende Reform? Das wird ein Streitgespräch zwischen zwei ausgesprochenen Fachleuten werden. Genau, das sind die drei Veranstaltungen, die wir im Augenblick fest haben, aber es wird noch mehr geben und wahrscheinlich werden wir zur Ukraine auch relativ kurzfristig was anbieten können. Jetzt nochmal unsere Bitte zum Schluss. Wir freuen uns über Spenden. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem Sie diese Veranstaltung heute angucken können. Wir freuen uns, wenn Sie uns Freunden weiterempfehlen, die Einladung zu dieser Veranstaltung weiterleiten. Die Regel zeigt, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda uns am besten weiterhilft. Dann nochmal Spenden, Spenden, Spenden. Wir freuen uns darüber sehr. PayPal oder eben das Konto bei der Volksbank Freiburg. Das finden Sie beides auf unserer Internetseite. Also, einen schönen Abend allen und bis demnächst mal. Ciao.